AfD macht die Politik wieder richtig spannend. Wir wollen keine Asylantenheime! Wir wollen keine Asylantenheime! Es ist gut, dass es mit der AfD endlich wieder eine patriotische Partei gibt. Nationalistisch waren wir nie. Multikulti ist gescheitert. Und gerade jetzt in Großstädten hat im Grunde auch der Staat seine Bankrotterklärung unterzeichnet. Köln, Silvester 2016. Aus Willkommenskultur wird Wut. Aus Wut werden Wähler. Bei den Landtagswahlen im März triumphiert die Alternative für Deutschland. Was macht die Partei mit dieser Wut? Aus dem Bundeskanzleramt abgeführt werden. Das Deutschtümelnde, klar, das weckt den kleinen Nazi in den Leuten. Fremdenfeindlichkeit wäre mit meinem Wertesystem nicht vereinbar. Und dann würde ich sagen, ist nicht meins. Was macht die AfD mit diesem Land? Wahlleiter hier, dass ich mich bei dem kurz vorstelle. Herr Krause, Sie Worms, 13. März, Tag der Landtagswahl. Ludger Sauerborn macht Wahlbeobachtung für die AfD. Reine Provokation für den SPD-Oberbürgermeister. Ich habe wieder eine Bühne gesucht, bei der Sie sich wichtig tun können. Das gelingt Ihnen ja häufiger ist, in letzter Zeit. Ist das nett, Herr Kiesel, mich so anzumachen? Ja. Aber ich sage jetzt nichts Schlechtes über Sie. Ne? Ja, so, sind Sie denn zufrieden? Die AfD hatte vor Wahlbetrug gewarnt, vor bewussten Manipulationen. Ja, jetzt aufpassen. Ja, ne, hier unten. Ludger Sauerborn ist misstrauisch. Auch wenn der Berufsschullehrer niemanden unter Generalverdacht stellen will. Sauerborn hat erst vor kurzem politisch eine 180-Grad-Wende vollzogen. Er war Gründungsmitglied der Grünen und ist weiterhin überzeugter Atomkraftgegner. So gesehen liegen Welten zwischen ihm und der AfD. Die ist eher für Atomkraft, gegen Tempolimits und erklärt den Klimawandel schlicht zum Hirngespinst. Ja, das ist einerseits, finde ich, ja vieles programmatisch gut, aber andererseits ist das auch ein Reflex auf dieses AfD-Bashing, auf dieses Nazi-Keule-Schwingen. Das finde ich ganz übel. Vielleicht ist das mein Gerechtigkeitssinn, dass ich auch deswegen für die AfD-Partei ergreife. Besuch von Sohn Robert. Der 21-Jährige ist Student und kommt regelmäßig zu Hause vorbei. Magst du Plätzchen? Seit der AfD geht ein Riss durch die Familie. Der gleiche Riss, der das ganze Land spaltet. So, Kaffee wäre fertig. Dass der Vater bei den Grünen ausgetreten ist, findet der Sohn nicht schlimm. Aber die Unterstützung der AfD, damit hat er Probleme. Ich sehe, du liest heute mal nicht die junge Freiheit. Nee. Der Ton in der Familie ist schärfer geworden. Gibt es hier eine Streitkultur in der Familie? Es gibt auf jeden Fall eine Streitkultur. Wir hatten nur vor der AfD noch nicht so viel zum Streiten. Also das kann man schon sagen, ja. Was mich an der AfD stört, ist, dass sie so unvernünftig mit der Flüchtlingskrise umgeht. Oh, Robert, unvernünftig, ja, die AfD. Die also AfD unvernünftig. Und jetzt rede ich mal, warum es unvernünftig ist. Okay. Diese Flüchtlinge wollen kommen. Diese Flüchtlinge sind zu Millionen da. Denkst du, das wird für die AfD-Anhänger einfacher, wenn man Hetze und Angst verbreitet? Denkst du, das wird für die Flüchtlinge einfacher? Das wird für niemanden einfacher. Wird keine Hetze und Angst verbreitet, sondern wird Realismus verbreitet. Robert, du wirst doch wahrscheinlich zustimmen, dass wir nicht viele Millionen von Menschen aufnehmen können, die nach Deutschland wollen. Und allein, dass viele Millionen ist Angstmache. Viele Millionen, mit vielen Millionen muss überhaupt noch nicht gerechnet werden. Bisher haben wir 1, irgendwas. Das Modell Deutschland, es verändert sich. Vielen macht das Angst, auch der AfD. In ihren Augen ist Deutschland ein Land, das seine Mitte und seine Identität verliert. Eine Baustelle ohne Masterplan. Stattdessen konstatiert die AfD Unsicherheit und Werteverfall. Das politische Establishment immer weiter vom Volk entfernt. Und die Bürger
werden degradiert zu Statisten einer ausgehöhlten Demokratie, sagt die AfD. Die kleine Gemeinde Eischleben bei Arnstadt in Thüringen. Der Region geht es nicht schlecht, die Arbeitslosenzahlen sinken. Wenn Sonntag gewählt würde, wäre die AfD hier im Land die drittstärkste Kraft. Ortsbürgermeister ist Rüdiger Schmidt. Ursprünglich für die Freien Wähler angetreten, wechselte er vor 3 Jahren zur AfD. Sein politischer Antrieb hat viel mit der Wiedervereinigung zu tun. 1989 mit der Wende habe ich mich dem Freien Forum, dem neuen Forum angeschlossen und habe in der Staatssicherheitszentrale Wache geschoben, dass keine Akten mehr verschwinden konnten. Und das war eigentlich die Ausgangsposition, zu sagen, ich will mich doch etwas engagieren. Ich will nicht nur wie ein Wurm auf der Straße kriechen, der sich dann aufregt, wenn er getreten wird, sondern ich will selbst was tun. In seinen Gesprächen mit Bürgern bekommt er mit, dass sie Angst wegen der Flüchtlinge haben. Für ausländerfeindlich halten sie sich nicht. Eine Bereicherung ist für mich, wenn ich heute zum Beispiel in ein Lokal gehen kann, wo ein Inder bedient. Ich habe auch im Ort einen Inder, dort holen wir unsere Pizza. Der, vor dem habe ich keine Angst. Ich gehe auch in China-Restaurants und esse dort, da habe ich keine Angst. Ja? Aber ich sehe das so, wenn ich durch Berlin-Kreuzberg gehe und nicht mit dem Blick auf den Boden gesenkt durchlaufe, habe ich Befürchtung, angegriffen zu werden. Diese Befürchtungen teilt auch Peggy Brauer. Sie will AfD-Mitglied werden, weil sie findet, dass die Ordnung der Gesellschaft bedroht ist. Und der AfD traut sie als einziger Partei zu, etwas dagegen zu unternehmen. Unsere deutschen Werte gehen kaputt. Das möchte ich halt nicht. Also ich möchte einfach, dass unser ganzes System beibehalten wird, wie es immer schon war. Auf dem regionalen Mitgliedertreffen geht es um die AfD-Ziele wie Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Eine Möglichkeit, direkter Politik zu machen. Familie ist wichtig, die Heimat ist wichtig, die Heimatverbundenheit, die Sprache ist mir sehr, sehr wichtig, dass die deutsche Sprache nicht gegendert wird. Das ist mir wichtig. Ich denke mir, Deutschland ist nicht ein freies Land, wir sind unfrei. Wir können keine eigene Politik machen in einem Staatensystem, das sich Europa nennt, sondern wir sind sehr abhängig von, muss ich Ihnen das erklären, von Amerikanern, die sich ihre Vorstellung glauben, hier nach dem Zweiten Weltkrieg durch Verträge aufbauen und behalten zu dürfen. Das ist nicht gesund, was wir hier erleben. Das Misstrauen gegen die etablierten Parteien ist riesig. Alle hier fühlen sich nicht gut behandelt. Manche fühlen sich als Opfer. Also wir sind eigentlich nur noch diejenigen, das Volk, was blutet. Ja? Wir werden als deutsches Volk überhaupt nicht mehr unterstützt. Wir dürfen nur noch zahlen. Ich sag jetzt mal, das ist eben dann nicht mehr salonfähig, wenn man dann hier christlich denkt oder was. Das ist eben dann, ja, dann muss man eben dann sich einschränken und anpassen. Aber wieso soll ich mich anpassen oder wieso sollen sich diese Menschen von hier anpassen? Das haben sich andere anzupassen, nicht? Nicht wir. Nicht wir haben uns in diesem Land anzupassen, sondern diese Menschen, die hierher kommen. Und, ja. Zum Beispiel. Wer zu diesem Deutschland gehören will, muss sich anpassen, sagt die AfD. Mehr noch, assimilieren. Also sich so angleichen, als ob er oder sie schon immer hier gelebt hätte. Backnang in Baden-Württemberg, Stammland der CDU. Hier findet man die Mittelschicht, die auch Angst hat vor Statusverlust. Bei der Landtagswahl hat die AfD über 15% bekommen. Auch wegen ihm, Jörg Meuthen. Ein Mann, der sich selbst als stockkonservativ bezeichnet. Ich habe mich immer professionell mit Politik befasst, nur eben sozusagen von der Seitenauslinie. Ich bin nie aufs Spielfeld gegangen. Und mit der Euro-Krise, wie so viele Volkswirte, also das ist fast schon die klassische Erzählung, kam dann eben diese AfD auf, die genau das vertrat, was ich seit 20 Jahren im Hörsaal mache. Und es kam dann die Trotzreaktion nach der Bundestagswahl hinzu mit diesen 4,7% und der Hohn gegenüber Herrn Lucke damals von Schäuble, so, dass ich gedacht habe, also aus einer Trotzreaktion heraus und ab morgen mache ich mit. Und ich bin dann tatsächlich am Tag nach der Bundestagswahl eben auch der Partei beigetreten.
Drei Jahre später tritt er für die AfD an. Aber das Thema ist nicht mehr der Euro, sondern die Flüchtlingskrise. Man muss nur mal nach Neukölln gehen oder nach München mit dieser neuen Araberwelle, die da auf uns zukommt. Katastrophe. Oder mit dieser Welle aus Nordafrika, mit diesen ganzen Algerier, Marokkaner und so weiter und so fort. Eine Katastrophe. Ich sag, der letzte Deutsche wird erst dann aufwachen, wenn die größte Bombe explodiert. Und sogar dann gibt es noch Menschen, die sagen, oh, das war ein Einzelfall. Das ist faszinierend. Die Gesellschaft in Deutschland ist so naiv und so blauäugig. Ja, unglaublich. Diese Immigrantenwelle, die auf uns zukommt. Ja? Ich sage Ihnen eins, da hat irgendjemand von da oben vor, das deutsche Volk auszutauschen. Das ist jetzt ganz weit hergeholt, was ich jetzt sage. Aber das, was passiert, ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, dass Millionen von Menschen einfach unkontrolliert in ein Land gelassen werden. Das ist doch nicht normal, Herr Meuthen. Das ist doch krank. Ja, wir wenden uns ja dagegen, dass wir diese unkontrollierte Zuwanderung. Ja, Flughafen, was glaubst du? Was glaubst du in Paris? Der Mann ist Meuthen und seinen Wahlkampfhelfern viel zu radikal. Aber das wird er nicht erfahren. Tschüss, wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, tschüss. Der war aber schon in Backnern bei unserer Veranstaltung. Schräg, oder? Schräg. Ist ja schon genauso abgegangen. Also, das ist ein bisschen sehr extrem. Aber so gegenhalten tun sie aber trotzdem nicht, ne? Halten Sie da mal dagegen. Versuchen Sie es mal. Das ist gar nicht so einfach. Also Leute mit so Einstellung, ne? Die dreht man nicht. Die dreht man nicht. Das ist ein verfestigtes Weltbild, das merkt man sofort. Gewählt wird Meuthen von solchen Menschen wahrscheinlich trotzdem. Die AfD hat in allen politischen Lagern Stimmen eingesammelt. Auch dank markiger Sprüche im Wahlkampf. Sie behauptete zum Beispiel, Angela Merkel locke hunderte Millionen Menschen nach Deutschland. Ein Satz, den Meuthen immer verteidigt hat. Sind Sie wirklich der Meinung, dass Frau Merkel hunderte Millionen nach Deutschland lockt? Ja oder nein? Das ist mir zu polarisierend, zu sagen ja oder nein. Sie sind polarisierend, ich bin das nicht. Das ist Ihr Wahlprogramm. Entschuldigung, Frau Merkel lockt viele, viele, viele Menschen nach Deutschland. Einverstanden. Sind es hunderte Millionen oder nicht? Das werden wir nicht zählen können. Dann müssen wir wirklich wissenschaftlich empirisch vorgehen, müssen sagen, den ja, den ja, die nein, den ja, die nein. Die Diktion vieler Äußerungen in dem Wahlprogramm, es wird ja nach der Wahl ausgeschaut, ist mir zu krass. Es ist nicht meins. Mit dieser Diktion hat die AfD in Baden-Württemberg über 15% der Stimmen geholt. Es ist auch ihr Sieg. Frauke Petri, die nicht unumstrittene, aber unangefochtene Chefin der Partei. Mancher in der AfD träumt schon von Frauke Petri als der nächsten Bundeskanzlerin. Frauke Petri, das Gesicht der Alternative für Deutschland. Chemikerin, Ex-Unternehmerin und getrennt lebende Mutter von 4 Kindern. Sie ist bekannt für ihre Provokationen. Ihre Äußerungen über den Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge hat sie wochenlang in die Schlagzeilen gebracht. Das hat sie misstrauisch gemacht gegen die Medien, aber auch gegen Berater in der eigenen Partei. Es ist Politiker, wenn man feststellt, dass über einen viel berichtet wird oder dass man vermeintlich viele Kompromisse eingehen muss, wird die Frage nach der Wahrhaftigkeit immer größer. Und weil sie immer konkurrierend neben der Frage der Taktik und Strategie steht. Aber man braucht Personen, das ist zumindest mein Eindruck, in seinem persönlichen Umfeld, die man noch an sich ranlässt, damit man auch noch ehrlich miteinander reden kann. Und gerade wenn der Erfolg zunimmt, sinkt die Zahl derer, die mit einem noch persönlich ehrlich sind. Das war vor 3 Jahren noch ganz anders. Berlin, 14. April 2013. Aus der Euro-Krise entsteht die Alternative für Deutschland. Beim Gründungsparteitag geht es vor allem um den Euro und einen neuen Konservatismus. Eine Versammlung mit Wirtschaftsprofessoren und einer jungen Frau aus Leipzig, Frauke Petri. Zusammen mit Bernd Lucke wird sie Sprecherin der Partei. Ich habe mich immer für Politik interessiert. Und als die Wahlalternative 2013, Ende des Jahres 2012 entstand, fand ich dort politische Ziele formuliert in einer Klarheit und Kürze, wie ich sie vorher von keiner anderen Partei gesehen habe.
Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hier mache ich mit. Aber dass daraus ein Vollzeit-Politikengagement wird, war damals nicht absehbar und war auch erstmal nicht geplant. Gut zwei Jahre später. Es ist der 4. Juli 2015, Parteitag in Essen. Petri und Lucke sind kein Team mehr. Sie gilt als zu undurchsichtig, er als zu selbstherrlich. Außerdem will der rechte Flügel der Partei mehr Macht. Macht, die Lucke nicht abgeben will. Petri und der rechte Flügel verständigen sich auf ein gemeinsames Ziel. Den Sturz von Parteigründer Bernd Lucke und seinem Unterstützerverein Weckruf. Man kam förmlich in den Saal rein und konnte die elektrische Spannung spüren. Das war unglaublich. Da war eine Showdown-Atmosphäre. Jetzt wird es geschehen, jetzt wird es eine Entscheidung geben. 60% Frauke Petri. Frauke Petri hat an diesem Tag die Türen weit aufgemacht. Nach rechts. Wenig später wird Lucke die AfD verlassen und mit ihm tausende Mitglieder, die für eine liberalere Ausrichtung der Partei gekämpft hatten. Für Bernd Lucke übernimmt ein anderer die Rolle des liberalen Wirtschaftsprofessors. Aber der Neue ist Petris Wunschkandidat an der Parteispitze, Bernd Meuthen. Gemeinsam bilden sie das neue Führungsduo einer Partei, die nach rechts gerückt ist. Ich stehe da, wo ich vorher gestanden habe. Und wo ist das, wo Sie vorher gestanden haben? Bestimmen Sie das einmal konkret. Anhand welcher Kriterien denn? Sie haben gesagt, ich stehe da, wo ich vorher gestanden habe. Jetzt frage ich Sie, was meinen Sie damit? Mhm. Sagen Sie es doch einmal. Nein, die AfD hatte vor dem Essener Parteitag 3 Vorsitzende. Und wenn ich jetzt nicht mich selbst zum Zeugen nehme, sondern unseren ehemaligen Vorsitzenden, Mitvorsitzenden, Herrn Lucke, dann hat er gesagt, inhaltlich gibt es keine großen Unterscheidungen zwischen seinen und meinen Positionen. Ich denke, dass eine konservativ-liberale Sichtweise, um jetzt die verkürzte Etikettenschreibweise zu benutzen, meine Herangehensweise an diese Partei ist. Und Extremismen sind mir fremd. Ich habe nichts gegen eine notwendige Provokation in der Sache, wenn sie hilfreich für die Diskussion ist. Aber ansonsten ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung unsere Basis, auf der wir arbeiten müssen. Ist die Zeit reif für eine neue Partei, die vielleicht Liebgewonnenes in Frage stellt? Darf man dank der AfD endlich sagen, was man vielleicht schon lange heimlich dachte? Wie groß ist der Wunsch nach mehr Nationalstolz? Die AfD jedenfalls will stolz sein. Laut und verstörend. Dreußig in Sachsen-Anhalt. Bürgerstammtisch mit André Poggenburg. Dem Mann, der die AfD zur zweitstärksten Kraft im Landtag gemacht hat. Der, laut Selbstauskunft, erfolgreiche Unternehmer hat es geschafft, die anderen Parteien ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Dreußiger, liebe Burgenländer, liebe Gäste, wir möchten diese Opposition jetzt endlich wieder sein, die sich in zentralen Fragen EU, Euro, Asylkrise auch entgegenstellt, ich muss sagen, dem Parteienkartell. Für ihn sind die anderen Parteien dafür verantwortlich, dass es die AfD überhaupt gibt. Mit einer CDU, mit einer Union von vor 10 oder 15 Jahren wäre die Notwendigkeit der Gründung der AfD erstmal gar nicht da gewesen. Und es wäre auch gar nicht der Raum für den Erfolg der AfD, wie wir es jetzt haben, möglich gewesen. Die Gründung der AfD ist wirklich eine Notwendigkeit gewesen aufgrund der politischen Entwicklung, der Verschiebung im politischen Spektrum nach links. André Poggenburg unterstützt Björn Höcke. Der ist Initiator der sogenannten Erfurter Resolution, die eine konservativere Ausrichtung der Partei fordert. Das rechte Lager der AfD. Oder im konservativen Lager. Der Geist in der AfD ist im Flügel zu Hause, liebe Freunde. Hier sammeln sich erzkonservative und nationalistische Parteimitglieder. Diese politische Plattform innerhalb der AfD dient vor allem Björn Höcke als Bühne. Der Geschichtslehrer aus Hessen und AfD-Chef in Thüringen ist die prominente Führungsfigur des rechten Parteiflügels.
Er ist für die Drei-Kind-Familie, gegen Inklusion und für eine Festung Europa. Denn die Masseneinwanderung bedeutet für ihn Kulturzerstörung und das in historischem Ausmaß. Bei ihm geht es immer um alles oder nichts. Kein Vergleich, keine Zahl scheint groß genug. Nur die AfD könne Deutschland noch retten vor hunderten Millionen Einwanderern, die das Land überrollten. Aber ich sage auch, wenn wir diese 500 Millionen Einwanderer ins B aufnehmen, wenn wir das tun, dann begehen wir kulturellen, wirtschaftlichen und staatlichen Selbstmord. Hier geht es längst nicht mehr um die Frage, wovor Menschen fliehen und wie viel Zuwanderung Deutschland verträgt. Begriffe wie Toleranz und Offenheit hören sich bei Höcke an wie Schimpfwörter. Was durch Frau Merkels asylpolitischen Amoklauf auch forciert wird, ist eben eine multikulturelle Revolution von oben. Das ist eine Art Ideologie und das lehne ich ab. Was befürchten Sie als Negativfolge? Ein Staatszerfall. Die Tonlage bei der AfD hier im Osten, schrill und nationalistisch. Wir wollen endlich diese verordnete Selbstgeißelung beenden. Die kollektive Psychose des deutschen Volkes, die, jawohl, überwinden und ein gesundes Nationalbewusstsein leben dürfen, so wie es in nahezu allen anderen Staaten der Welt, auch in Europa, eine Selbstverständlichkeit ist. Asylantenheime! Wir wollen keine! Asylantenheime! Wir wollen keine! Asylantenheime! Ich fordere angesichts Millionen Menschen, denen unsere Kultur fremd ist, die überwiegend von Sozialleistungen abhängen und die oftmals weder integrationswillig noch integrationsfähig sind, eine Obergrenze von minus 200.000 im Jahr. Das muss unsere Zielmarke sein und nichts anderes. Politische Gegner werfen Höcke völkischen Nationalismus vor. Er bestreitet das. Die Meinungsfreiheit sei nur größer geworden. Ihre Beobachtung, dass heute in der AfD Dinge auch gesagt werden, die zu Luckes Zeiten so eher unsagbar erschienen, weil dann gab es einen drauf. Ja, aber dafür stehe ich aber auch. Das dürfen die. Wir sollten uns nicht Sprache und Worte wegnehmen lassen. Und die Verwendung des Begriffes Volk in Abgrenzung an manchen Stellen zu anderen Parteien sagt vor allen Dingen aus, dass wir eine negative Zuschreibung zu diesem Wort nicht zulassen wollen, weil sie in keinem anderen Land normal ist. Nur in Deutschland wird Volk und völkisch beides schon mit einer negativen Konnotation benutzt von vielen. Und das halte ich für falsch. Geht es der AfD um Stimmungsmache oder geht es ihr um Inhalte? In wenigen Tagen wird die Partei über ihr Programm diskutieren. Dabei geht es auch um Familienpolitik. Die soll traditioneller werden. Vater, Mutter, Kinder, möglichst drei. Ludger Sauerborns Lebensstil passt eigentlich besser zu seiner früheren Partei. Multikulti, Patchwork. Sauerborn hat nach seiner Scheidung noch einmal geheiratet. Eine Chinesin. Die hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Sprachprobleme inklusive. Integration kann glücken, findet er, aber nicht bei allen. Als Student habe ich viel im Tiefbau gearbeitet. Da habe ich immer mit Türken und Italienern, Marokkanern zusammengearbeitet. Das war völlig unproblematisch. Ich bin ja aber auch Lehrer und da habe ich auch immer mehr mitgekriegt, dass eigentlich so diese Vorstellung mit jeder Generation werden Zuwanderer etwas integrierter, die stimmt leider nicht. Also auch 40 Jahre später hat man immer noch Mütter beim Elternabend sitzen, die kaum Deutsch sprechen.
Und diese Mütter, die zum Elternabend kommen, das sind ja noch die Engagierteren. Ludger Sauerborn ist heimatverbunden. Und diese Heimatverbundenheit zu Deutschland wünscht er sich auch von denen, die neu dazukommen. Da gibt es eine Sage, da oben auf dem Felsen soll eine wunderschöne Frau mit ganz langen blonden Haaren gesessen haben. Und diese wunderschöne Frau mit den langen blonden Haaren, die hat die sich gekämmt und dabei hat sie auch noch sehr schön gesungen. Und dann haben alle Schiffe, die da vorbeigekommen sind, natürlich hochgeguckt und dann haben sie auf ihr Schiff nicht aufgepasst und dann sind sie gegen den Felsen gefahren. Aber die Geschichte funktioniert natürlich nicht mit einer Frau mit Burka. Ist Europa wirklich vom Islam bedroht? Brauchen wir eine Festung Europa? Kann Deutschland nur bestehen, wenn es sich abschottet? Die AfD will die Grenzen möglichst dicht machen. Die Freiheit verteidigen, nennt sie das. Justiz und Polizei sollen aufgerüstet werden, ebenso die Bundeswehr. Alles Maßnahmen, die Deutschland gut tun würden, sagen sie. Und sie sind sich sicher, dass eine schweigende Mehrheit ähnlich denkt. Die Pegida-Spaziergänge in Dresden. Auch hier wenden sich die Demonstranten gegen eine Islamisierung Europas. Und gegen die sogenannte Lügenpresse. Vor einem Jahr noch hat sich die AfD von Pegida deutlich abgegrenzt. Heute scheinen diese Grenzen aufgehoben. Wir finden natürlich erstmal Bürgerinitiative grundsätzlich sehr gut. Und die Positionen, die bei Pegida ja vertreten werden, gerade auch Islamisierung Europas, gehören auch zu unseren Gedanken. Und so ist natürlich so ein gewisser Schulterschluss auch entstanden. Ich schwöre, der Bundes- und umgekehrt. Wahlempfehlungen direkt von Pegida. Das Recht und die Freiheit. Die einzige Opposition in Deutschland ist die Straße. Das sind wir. Das ist Pegida. Und das ist die AfD. Den Schulterschluss mit der AfD sucht auch dieser Mann. Pegida-Redner Götz Kubitschek. Ein alter Freund von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Die Ideologie unserer Zeit hat einen Narren gefressen an der Bereicherung Deutschlands durch ungebremste Masseneinwanderung. Jeder Ankömmling ist ein potenzieller Facharbeiter. Jeder Ausländer macht unser graues, trauriges Deutschland bunt und fröhlich. Was für ein schrecklicher Irrtum. Kubitschek inszeniert sich wie in diesen Bildern selbst als intellektueller Vordenker der sogenannten Neuen Rechten. Kritiker halten sie für das politische Bindeglied zwischen dem konservativen Milieu und dem Rechtsextremismus. Vergangenes Jahr wollten Kubitschek und seine Frau der AfD beitreten. Der Bundesvorstand verhinderte das. Mit Extremismus wolle man nichts zu tun haben, hieß es damals. Natürlich gibt es eine ethnische Kontinuität in Deutschland, die ist deutsch. Ja? Aber hat mit Rasse nichts zu tun. Natürlich hat es was mit Rasse zu tun. Ja? Das ist, gibt es denn eine deutsche Rasse? Nein, eine deutsche Rasse gibt es nicht. Aber es gibt eine germanische Rasse und es gibt eine indogermanische Großrasse und so weiter. Das ist jetzt auch nichts, was Sie nur von mir hören. Da müssen Sie nur ein einziges Mal in ein ethnologisches Institut gehen. Und da werden die Ihnen auch sagen, dass es natürlich Großrassen gibt. Wahlparty der AfD in Sachsen-Anhalt. Höcke und Poggenburg feiern den Erfolg. Und zu den ersten Gratulanten gehört ausgerechnet jener Götz Kubitschek, der vor einem Jahr nicht in die Partei durfte. Herr
Direktmandat. Genau, sag das. Ja? Der Backhaus hat das Direktmandat. Geh mal hoch und sag, das ist noch eine gute Nachricht. Wir haben sogar mehrere Direktmandate geholt. Sag das einfach mal noch. André Poggenburg hat kein Problem damit, in der Öffentlichkeit zu zeigen, wie eng Kubitschek dazugehört. Der muss offensichtlich gar nicht Mitglied der AfD sein, um für sie zu sprechen. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Praktiker, die jetzt mit 27 Mann in diesem Landtag vertreten sein werden, hier in Sachsen-Anhalt und mit großen Fraktionen auch in Rheinland-Pfalz und Württemberg, sehr, sehr gerne den ein oder anderen Begriff, das ein oder andere Thema, die ein oder andere aufbereitete Expertise aus unseren Projekten übernehmen und politisch umsetzen. Dass sich da Leute dranhängen und alles Mögliche sagen, das ist jetzt auch meine Partei. Ja, mein Gott, wenn man Erfolg hat, dann hängen sich ganz viele Leute dran, auch unseriöse Leute, und sagen, das habe ich ja schon immer gesagt, das ist meins. Und das transportieren wir jetzt. Wenn ich Herrn Kubitschek und Herrn Elsässer zu meiner Wahlparty einlade, kann ich nicht sagen, die hängen sich da dran. Dann hat die AfD da die Türen ganz weit aufgemacht. Also, wenn die da sozusagen als erste Gäste einmarschieren, dann hat jedenfalls Poggenburg die Tür aufgemacht, das ist naheliegend. Ich sehe ihn am Freitag. Ich frage ihn mal danach. Ich hätte die Herren nicht eingeladen. Die waren auch nicht in Baden-Württemberg. Wo genau zieht Jörg Meuthen die Trennlinie zwischen politisch akzeptablen Kontakten und solchen, die er meiden würde? In seinem eigenen politischen Umfeld verfährt er nach der Devise abgrenzen, ohne auszugrenzen. So auch bei Heinrich Fichtner, der mit ihm im Landtag sitzt. Fichtner liebt offensichtlich Provokationen, hat den Koran mit Hitlers Mein Kampf verglichen. Er sollte wegen solcher radikalen Äußerungen aus der AfD ausgeschlossen werden. Meuthen hat das als Bundessprecher gestoppt. Ich sage Ihnen, dass die Leute in meiner Partei nicht fremdenfeindlich sind. Auch die nicht, die Äußerungen machen, die Sie so sehr erschrecken wie mich. Die drücken sich wirklich sehr ungeschickt aus. Aber ich sage Ihnen, das sind im Kern Menschen, die sind besorgt um unser Land, die sind patriotisch. Da sind einige Leute, die für krasse Äußerungen bekannt sind. Und wenn sie mit denen mal eine Weile im Gespräch sind, dann sind das ganz weiche Menschen. Die neue Landtagsfraktion der AfD in Baden-Württemberg. Unter Liberalen und Konservativen finden sich gleich mehrere Vertreter des rechten Spektrums. Die Abgeordnete Christina Baum hat zuwanderungsfreundliche Politik als Genozid am deutschen Volk bezeichnet. Kollege Stefan Repple stand in engem Kontakt zur sogenannten identitären Bewegung. Verfassungsschützer halten die inzwischen für rechtsextrem. Wenn Jörg Meuthen seine schützende Hand über diese Menschen hält, macht er damit nicht auch ihre Äußerungen gesellschaftsfähig? Ist ja noch nicht ganz fertig. Bei den Sauerborns ist die Frage, ob es sich bei der AfD nur um eine neue Bürgerpartei oder eine nationalistische Gefahr handelt, zum Dauerthema geworden. Nein zur Inklusion. Wie viel Nationalismus ist denn da drin in der AfD? Ist das so ein... Also, Sie kennen ja Ihren Vater, würden Sie sagen, Ihr Vater ist doch kein Nationalist, oder? Ludger, bist du ein Nationalist? Ich bin ein Internationalist, wie du doch an unserer multikulturellen Familie sehen kannst. Du bist ein Phrasenschwein im Moment. War das bei Ihnen auch mal Thema, dieses Deutschtümelnde? Wäre das auch was, was Ihnen an der AfD aufgefallen oder aufgestoßen ist, oder war das gar nicht? Ja, sicher. Also das Deutschtümelnde, klar, das weckt den kleinen Nazi in den Leuten. Ich finde, dass zumindest Björn Höcke das mit voller Absicht tut, wenn er von einer großen tausendjährigen Geschichte Deutschlands spricht. Ich weiß, er hat zurückgeschaut und nicht in die Zukunft. Er hat König Otto ansprechen wollen. Genau. Aber denkst du, der blöd macht das nicht mit Absicht? Nein, es war sehr intelligent ausgedrückt, um genau diese Assoziationen zu wecken und trotzdem nicht angreifbar zu sein. Robert, also ich bin überhaupt kein Nationalist, aber ich räume gerne ein, dass ich ein Patriot bin, der seine Heimat liebt. Und auch das hat mir ganz gewaltig an den Grünen gestunken. Grüne Jugendliche, die auf die Deutschlandfahne pinkeln. Die Betroffenheitsbeauftragte Claudia Roth, die hinter Deutschland verrecke skandierenden Leuten hinterherläuft. Deutschland, du mieses Stück Scheiße, war das Plakat. Wie war das? Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ja, und das finde ich darin unakzeptabel. Darin drückt sowas sich ja wohl eine scharfe Kritik aus und die Hoffnung, dass man was an Deutschland verbessern könnte. Also das finde ich vertretbar, da hinterherzulaufen, wenn es vertretbar ist, dass die AfD bei Pegida mitläuft. Ich hoffe, dass du da nicht hinterherläufst. Das würde mich echt traurig machen.
13. Februar 2016. In Düsseldorf veranstaltet die AfD unter dem Titel Visionen für Europa einen europakritischen Kongress. Früher hat sich die AfD noch klar von rechtspopulistischen Europagegnern wie dem Front National oder der österreichischen FPÖ abgegrenzt. Jetzt zeigt sich die AfD-Chefin Petri demonstrativ an der Seite des Haider-Nachfolgers Heinz Strache von der FPÖ. Ein Zusammentreffen, das Folgen haben wird. Wenn ich mir diese sozialromantische Einladungs- und Willkommenskultur der Frau Merkel ansehe, dann ist die naiv und gemeingefährlich und sie kann nicht für die Bevölkerung sprechen, ohne sie gefragt zu haben. Ja, es ist auch mein Wunsch. Es ist auch mein Wunsch, dass in Zukunft hoffentlich eine neue Kanzlerin namens Petri möglich wird. Ja? Das ist auch mein Wunsch. Ja? Ich glaube, es ist völlig normal, dass Parteien noch dazu, wenn sie dem gleichen Sprachraum angehören, miteinander Veranstaltungen machen, wenn es überlappende gemeinsame Positionen, zum Beispiel bezüglich der EU, gibt. Und ganz genau das war das Thema. Und deswegen haben wir diese Veranstaltung gemacht, weil durchaus die Positionen der FPÖ hier in Deutschland einem breiten Publikum gar nicht bekannt sind. Das Treffen mit dem österreichischen Populisten war ein gezielter Tabubruch, eingefädelt von Petris Lebensgefährten, dem AfD-Europapolitiker Markus Prezell. Bislang war er in der Fraktion der Konservativen im EU-Parlament. Nach diesem Treffen aber schmeißen die Konservativen Prezell aus ihrer Fraktion. Nun wird in der Partei offen über eine Vision mit der FPÖ und dem Front National nachgedacht. Statt der EU ein Europa der Vaterländer. Berlin, 8. April 2016. In der Bundesgeschäftsstelle trifft sich der Parteivorstand zur Vorbereitung des Parteitags. 3 Jahre nach ihrer Gründung will sich die Bundes-AfD ein Programm geben. Man will Volksabstimmungen und weniger Multikulturalismus. Vor allem aus dem rechten Lager kommen Änderungsanträge, zum Beispiel zum Thema Islam. Dass der nicht zu Deutschland gehöre, darin sind sich hier alle einig. Für viele in der AfD gehören aber auch die hier lebenden Muslime nicht dazu. In unserem Landtagswahlprogramm steht der erste Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Punkt. Da steht der zweite Satz, den habe ich jetzt nicht mehr im wörtlichen Zitat, aber sinngemäß, zu Deutschland gehören aber sehr wohl die Menschen islamischen Glaubens, die hier gut integriert unsere Gesetze wahrend leben und Bestandteil unserer Gesellschaft geworden sind. Und es gibt Menschen in der AfD, die wollen diesen Satz raushaben. Es gibt auch Menschen in der AfD, die wollen den ersten Satz raushaben. Und ich sage, ich will beide Sätze drin haben. Und wenn sich das nicht durchsetzen sollte und das Ganze eben in eine äußerst radikale Richtung abdriftet, dann wäre der Zeitpunkt für mich gekommen, Konsequenzen zu ziehen und sagen, ich habe mich vertan, ich habe das falsch eingeschätzt und da muss man auch seinen Hut nehmen können. Während der Bundesvorstand an jenem Freitag in Berlin noch zusammensitzt, ist ein Mitglied nicht mehr dabei. André Poggenburg, Vertreter des rechten Parteiflügels aus Sachsen-Anhalt. Er ist zu Gast auf einer AfD-Kundgebung in Nordrhein-Westfalen. Bis vor kurzem wäre sein Besuch für die meisten Landesverbände im Westen schwer vorstellbar gewesen. Jetzt dreht sich auch hier die Stimmung. Ein Kreisvorstandsmitglied aus Gütersloh spricht sich schon mal warm. Die Alternative für Deutschland ist der Anfang der Revolution. Denn dort versammeln sich die besorgten Menschen dieses Landes. Auf der Gegenseite findet man all die Maden, die sich vom Kadaver BRD vollgefressen haben. Und darum nicht wollen, dass das deutsche Volk erwacht. Die Alternative für Deutschland ist der Kristallisationspunkt für echte Systemkritik gegen die Ungerechtigkeit des faschistischen Merkel-Deutschlands. Was denken jetzt wohl die Bürger darüber? Und deshalb freue ich mich ganz herzlich, dass Herr Poggenburg hier ist. André, du darfst. Dankeschön. Und André Poggenburg sendet zum Abschluss eine Mahnung nicht nur an seine Zuhörer, sondern an alle im Land. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Und die Alternative für Deutschland ist auch wirklich
die letzte Chance, dass wir eine Veränderung in Deutschland friedlich, parlamentarisch hinbekommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann droht der völlige Verlust der deutschen Identität. Dann drohen bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland. Seid euch dessen bewusst. Die AfD oder der Untergang? Wo wollen Sie hin mit der AfD? Naja, eine Strategie für die kommenden Wochen wäre keine Strategie, das wäre maximal Taktik. Wir versprechen den Wählern ja aktuell sehr wenig, weil wir wissen, dass wir als Opposition allein nicht viel erreichen können. Also wir können schon Entwicklungen anstoßen, wir können in der Tat durch unsere eigene parlamentarische Arbeit Dinge vorantreiben, ein Stück weit die Regierung vor uns hertreiben, was ja auch der parlamentarische Auftrag von Opposition ist. Aber es wäre unredlich, ihnen zu versprechen, dass es schnelle Lösungen gibt. Und das tue ich auch zu keinem Zeitpunkt. Und die Themen, die wir ansprechen, die Themen, die wir zu verantworten haben, sind Themen, die wir vorher miteinander besprochen haben. Und da kann ich nur das vertreten, womit ich auch in irgendeiner Weise klarkomme. Und die AfD ist eine Partei, wo viele Mitglieder eigenständig denken. Und ich hoffe, das bleibt auch lange so. Da atmen Sie schwer durch. Ja, wenn die alle eigenständig denken und zum selben Ergebnis kommen, dann krass. Wenn alle eigenständig gedacht haben und alle zum Ergebnis AfD gekommen sind, dann habe ich Angst. Das ist doch unser Problem, Robert. Macht Ihnen Ihr Vater denn Angst? Es macht mir Angst, wie viel Angst du dir machen lässt. Geworden. Ihre Beobachtung, dass heute in der AfD Dinge auch gesagt werden, die zu Lucke-Zeiten so eher unsagbar erschienen, weil dann gab es einen drauf. Ja, aber dafür stehe ich aber auch. Das dürfen die. Wir sollten uns nicht Sprache und Worte wegnehmen lassen. Und die Verwendung des Begriffes Volk in Abgrenzung an manchen Stellen zu anderen Parteien sagt vor allen Dingen aus, dass wir eine negative Zuschreibung zu diesem Wort nicht zulassen wollen, weil sie in keinem anderen Land normal ist. Nur in Deutschland wird Volk und völkisch beides schon mit einer negativen Konnotation benutzt von vielen. Und das halte ich für falsch. Geht es der AfD um Stimmungsmache oder geht es ihr um Inhalte? In wenigen Tagen wird die Partei über ihr Programm diskutieren. Dabei geht es auch um Familienpolitik. Die soll traditioneller werden. Vater, Mutter, Kinder, möglichst drei. Ludger Sauerborns Lebensstil passt eigentlich besser zu seiner früheren Partei. Multikulti, Patchwork. Sauerborn hat nach seiner Scheidung noch einmal geheiratet. Eine Chinesin. Die hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Sprachprobleme inklusive. Integration kann glücken, findet er, aber nicht bei allen. Als Student habe ich viel im Tiefbau gearbeitet. Da habe ich immer mit Türken und Italienern, Marokkanern zusammengearbeitet. Das war völlig unproblematisch. Ich bin ja aber auch Lehrer und da habe ich auch immer mehr mitgekriegt, dass eigentlich so diese Vorstellung mit jeder Generation werden Zuwanderer etwas integrierter, die stimmt leider nicht. Also auch 40 Jahre später hat man immer noch Mütter beim Elternabend sitzen, die kaum Deutsch sprechen. Und diese Mütter, die zum Elternabend kommen, das sind ja noch die engagierteren. Ludger Sauerborn ist heimatverbunden. Und diese Heimatverbundenheit zu Deutschland wünscht er sich auch von denen, die neu dazukommen. Da gibt es eine Sage, da oben auf dem Felsen soll
eine wunderschöne Frau mit ganz langen blonden Haaren gesessen haben. Und diese wunderschöne Frau mit den langen blonden Haaren, die hat die sich gekämmt und dabei hat sie auch noch sehr schön gesungen. Und dann haben alle Schiffer, die da vorbeigekommen sind, natürlich hochgeguckt und dann haben sie auf ihr Schiff nicht aufgepasst und dann sind sie gegen den Felsen gefahren. Aber die Geschichte funktioniert natürlich nicht mit einer Frau mit Burka. Ist Europa wirklich vom Islam bedroht? Brauchen wir eine Festung Europa? Kann Deutschland nur bestehen, wenn es sich abschottet? Die AfD will die Grenzen möglichst dicht machen. Die Freiheit verteidigen, nennt sie das. Justiz und Polizei sollen aufgerüstet werden, ebenso die Bundeswehr. Alles Maßnahmen, die Deutschland gut tun würden, sagen sie. Und sie sind sich sicher, dass eine schweigende Mehrheit ähnlich denkt. Die Pegida-Spaziergänge in Dresden. Auch hier wenden sich die Demonstranten gegen eine Islamisierung Europas. Und gegen die sogenannte Lügenpresse. Vor einem Jahr noch hat sich die AfD von Pegida deutlich abgegrenzt. Heute scheinen diese Grenzen aufgehoben. Wir finden natürlich erstmal Bürgerinitiative grundsätzlich sehr gut. Und die Positionen, die bei Pegida ja vertreten werden, gerade auch Islamisierung Europas, gehören auch zu unseren Gedanken. Und so ist natürlich so ein gewisser Schulterschluss auch entstanden. Ich schwöre, der Bundesrat. Und umgekehrt. Wahlempfehlungen direkt von Pegida. Die einzige Opposition in Deutschland ist die Straße. Das sind wir. Das ist Pegida und das ist die AfD. Den Schulterschluss mit der AfD sucht auch dieser Mann. Pegida-Redner Götz Kubitschek. Ein alter Freund von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Die Ideologie unserer Zeit hat einen Narren gefressen an der Bereicherung Deutschlands durch ungebremste Masseneinwanderung. Jeder Ankömmling ist ein potenzieller Facharbeiter. Jeder Ausländer macht unser graues, trauriges Deutschland bunt und fröhlich. Was für ein schrecklicher Irrtum! Kubitschek inszeniert sich wie in diesen Bildern selbst als intellektueller Vordenker der sogenannten Neuen Rechten. Kritiker halten sie für das politische Bindeglied zwischen dem konservativen Milieu und dem Rechtsextremismus. Vergangenes Jahr wollten Kubitschek und seine Frau der AfD beitreten. Der Bundesvorstand verhinderte das. Mit Extremismus wolle man nichts zu tun haben, hieß es damals. Natürlich gibt es eine ethnische Kontinuität in Deutschland, die ist deutsch. Ja? Aber hat mit Rasse nichts zu tun. Natürlich hat es was mit Rasse zu tun. Ja? Gibt es denn eine deutsche Rasse? Eine deutsche Rasse gibt es nicht, aber es gibt eine germanische Rasse und es gibt eine indogermanische Großrasse und so weiter. Das ist jetzt auch nichts, was Sie nur von mir hören. Da müssen Sie nur ein einziges Mal in irgendein ethnologisches Institut gehen und da werden die Ihnen auch sagen, dass es natürlich Großrassen gibt. Wahlparty der AfD in Sachsen-Anhalt. Höcke und Poggenburg feiern den Erfolg. Und zu den ersten Gratulanten gehört ausgerechnet jener Götz Kubitschek, der vor einem Jahr nicht in die Partei durfte. Geh mal hoch und sag, das ist noch eine gute Nachricht. Wir haben sogar mehrere Direktmandate geholt. Sag das einfach mal. André Poggenburg hat kein Problem damit, in der Öffentlichkeit zu zeigen, wie eng Kubitschek dazugehört.
Der muss offensichtlich gar nicht Mitglied der AfD sein, um für sie zu sprechen. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Praktiker, die jetzt mit 27 Mann in diesem Landtag vertreten sein werden, hier in Sachsen-Anhalt und mit großen Fraktionen auch in Rheinland-Pfalz und Württemberg, sehr, sehr gerne den ein oder anderen Begriff, das ein oder andere. Muss ich Ihnen das erklären, von Amerikanern, die sich ihre Vorstellung glauben, hier nach dem Zweiten Weltkrieg durch Verträge aufbauen und behalten zu dürfen. Das ist nicht gesund, was wir hier erleben. Das Misstrauen gegen die etablierten Parteien ist riesig. Alle hier fühlen sich nicht gut behandelt. Manche fühlen sich als Opfer. Also wir sind eigentlich nur noch diejenigen, das Volk, was blutet. Ja? Wir werden als deutsches Volk überhaupt nicht mehr unterstützt. Wir dürfen nur noch zahlen. Ich sag jetzt mal, das ist eben dann nicht mehr salonfähig, wenn man dann hier christlich denkt oder was. Das ist eben dann, ja, dann muss man eben dann sich einschränken und anpassen. Aber wieso soll ich mich anpassen oder wieso sollen sich diese Menschen von hier anpassen? Es haben sich andere anzupassen, nicht wir. Nicht wir haben uns in diesem Land anzupassen, sondern diese Menschen, die hierher kommen und, ja. Wer zu diesem Deutschland gehören will, muss sich anpassen, sagt die AfD. Mehr noch, assimilieren. Also sich so angleichen, als ob er oder sie schon immer hier gelebt hätte. Backnang in Baden-Württemberg, Stammland der CDU. Hier findet man die Mittelschicht, die auch Angst hat vor Statusverlust. Bei der Landtagswahl hat die AfD über 15% bekommen. Auch wegen ihm, Jörg Meuthen. Ein Mann, der sich selbst als stockkonservativ bezeichnet. Ich habe mich immer professionell mit Politik befasst, nur eben sozusagen von der Seitenauslinie. Ich bin nie aufs Spielfeld gegangen. Und mit der Eurokrise, wie so viele Volkswirte, also das ist fast schon die klassische Erzählung, kam dann eben diese AfD auf, die genau das vertrat, was ich seit 20 Jahren im Hörsaal mache. Und es kam dann die Trotzreaktion nach der Bundestagswahl hinzu mit diesen 4,7% und der Hohn gegenüber Herrn Lucke damals von Schäuble, so, dass ich gedacht habe, also fast aus einer Trotzreaktion heraus, und ab morgen mache ich mit. Und ich bin dann tatsächlich am Tag nach der Bundestagswahl eben auch der Partei beigetreten. 3 Jahre später tritt er für die AfD an. Aber das Thema ist nicht mehr der Euro, sondern die Flüchtlingskrise. Man muss nur mal nach Neukölln gehen oder nach München mit dieser neuen Araberwelle, die da auf uns zukommt. Katastrophe. Oder mit dieser Welle aus Nordafrika, mit diesen ganzen Algerier, Marokkaner und so weiter und so fort. Eine Katastrophe. Ich sag, der letzte Deutsche wird erst dann aufwachen, wenn die größte Bombe explodiert. Und sogar dann gibt es noch Menschen, die sagen, oh, das war ein Einzelfall. Das ist faszinierend. Die Gesellschaft in Deutschland ist so naiv und so blauäugig. Ja, unglaublich. Diese Immigrantenwelle, die auf uns zukommt. Ja? Ich sage Ihnen eins, da hat irgendjemand von da oben vor, das deutsche Volk auszutauschen. Das ist jetzt ganz weit hergeholt, was ich jetzt sage. Aber das, was passiert, ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, dass Millionen von Menschen einfach unkontrolliert in ein Land gelassen werden. Das ist doch nicht normal, Herr Meuthen. Das ist doch krank. Ja, wir wenden uns ja dagegen, dass wir diese unkontrollierte Zuwanderung haben. Ja, Flughafen, was glaubst du? Was glaubst du in Paris? Der Mann ist Meuthen und seinen Wahlkampfhelfern viel zu radikal. Aber das wird er nicht erfahren. Tschüss, wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, tschüss. Der war aber schon in Backnern bei unserer Veranstaltung. Schräg, oder? Schräg. Ist ja schon genauso abgegangen. Also, das ist ein bisschen sehr extrem. Aber so gegenhalten tun sie aber trotzdem nicht, ne? Halten Sie da mal dagegen. Versuchen Sie es mal. Das ist gar nicht so einfach. Also Leute mit so Einstellung, ne? Die dreht man nicht. Die dreht man nicht. Das ist ein verfestigtes Weltbild, das merkt man sofort. Gewählt wird Meuthen von solchen Menschen wahrscheinlich trotzdem. Die AfD hat in allen politischen Lagern Stimmen eingesammelt. Auch dank markiger Sprüche im Wahlkampf. Sie behauptete zum Beispiel, Angela Merkel locke hunderte Millionen Menschen nach Deutschland. Ein Satz, den Meuthen immer verteidigt hat. Sind Sie wirklich der Meinung, dass Frau Merkel hunderte Millionen nach Deutschland lockt?
Ja oder nein? Das ist mir zu polarisierend zu sagen, ja. Sie sind polarisierend, ich bin das nicht. Das ist Ihr Wahlprogramm. Entschuldigung, Frau Merkel lockt viele, viele, viele Menschen nach Deutschland. Einverstanden. Sind es hunderte Millionen oder nicht? Das werden wir nicht zählen können. Dann müssen wir wirklich wissenschaftlich empirisch vorgehen, müssen sagen, den ja, den ja, die nein, den ja, die nein. Die Diktion vieler Äußerungen in dem Wahlprogramm, es wird ja nach der Wahl ausgeschaut, ist mir zu krass. Es ist nicht meins. Mit dieser Diktion hat die AfD in Baden-Württemberg über 15% der Stimmen geholt. Es ist auch ihr Sieg. Frauke Petri, die nicht unumstrittene, aber unangefochtene Chefin der Partei. Mancher in der AfD träumt schon von Frauke Petri als der nächsten Bundeskanzlerin. Frauke Petri, das Gesicht der Alternative für Deutschland. Chemikerin, Ex-Unternehmerin und getrennt lebende Mutter von 4 Kindern. Sie ist bekannt für ihre Provokationen. Ihre Äußerungen über den Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge hat sie wochenlang in die Schlagzeilen gebracht. Das hat sie misstrauisch gemacht gegen die Medien, aber auch gegen Berater in der eigenen Partei. Als Politiker, wenn man feststellt, dass über einen viel berichtet wird oder dass man vermeintlich viele Kompromisse eingehen muss, wird die Frage nach der Wahrhaftigkeit immer größer. Und weil sie immer konkurrierend neben der Frage der Taktik und Strategie steht. Aber man braucht Personen, das ist zumindest mein Eindruck, in seinem persönlichen Umfeld, die man noch an sich ranlässt, damit man auch noch ehrlich miteinander reden kann. Und gerade wenn der Erfolg zunimmt, sinkt die Zahl derer, die mit einem noch persönlich ehrlich sind. Das war vor 3 Jahren noch ganz anders. Berlin, 14. April 2013. Aus der Euro-Krise entsteht die Alternative für Deutschland. Beim Gründungsparteitag geht es vor allem um den Euro und einen neuen Konservatismus. Eine Versammlung mit Wirtschaftsprofessoren und einer jungen Frau aus Leipzig, Frauke Petri. Zusammen mit Bernd Lucke wird sie Sprecherin der Partei. Ich habe mich immer für Politik interessiert. Und als die Wahlalternative 2013, Ende des Jahres 2012 entstand, fand ich dort politische Ziele formuliert in einer Klarheit und Kürze, wie ich sie vorher von keiner anderen Partei gesehen habe. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hier mache ich mit. Aber dass daraus ein Vollzeit-Politikengagement wird, war damals nicht absehbar und war auch erstmal nicht geplant. Gut 2 Jahre später. Thema, die ein oder andere aufbereitete Expertise aus unseren Projekten übernehmen und politisch umsetzen. Dass sich da Leute dranhängen und alles Mögliche sagen, das ist jetzt auch meine Partei. Ja, mein Gott, wenn man Erfolg hat, dann hängen sich ganz viele Leute dran, auch unseriöse Leute, und sagen, das habe ich ja schon immer gesagt, das ist meins. Und das transportieren wir jetzt. Also, wenn ich Herrn Kubitschek und Herrn Elsässer zu meiner Wahlparty einlade, kann ich nicht sagen, die hängen sich da dran. Dann hat die AfD da die Türen ganz weit aufgemacht. Also, wenn die da sozusagen als erste Gäste einmarschieren, dann hat jedenfalls Poggenburg die Tür aufgemacht. Das ist naheliegend. Ich sehe ihn am Freitag. Ich frage ihn mal danach. Ich hätte die Herren nicht eingeladen. Die waren auch nicht in Baden-Württemberg. Wo genau zieht Jörg Meuthen die Trennlinie zwischen politisch akzeptablen Kontakten und solchen, die er meiden würde? In seinem eigenen politischen Umfeld verfährt er nach der Devise abgrenzen, ohne auszugrenzen. So auch bei Heinrich Fichtner, der mit ihm im Landtag sitzt. Fichtner liebt offensichtlich Provokationen, hat den Koran mit Hitlers Mein Kampf verglichen. Er sollte wegen solcher radikalen Äußerungen aus der AfD ausgeschlossen werden. Meuthen hat das als Bundessprecher gestoppt. Ich sag Ihnen, dass die Leute in meiner Partei nicht fremdenfeindlich sind. Auch die nicht, die Äußerungen machen, die Sie so sehr erschrecken wie mich. Die drücken sich wirklich sehr ungeschickt aus. Aber ich sage Ihnen, das sind im Kern Menschen, die sind besorgt um unser Land, die sind patriotisch. Das sind einige Leute, die für krasse Äußerungen bekannt sind. Und wenn Sie mit denen mal eine Weile im Gespräch sind, dann sind das ganz weiche Menschen. Die neue Landtagsfraktion der AfD in Baden-Württemberg. Unter Liberalen und Konservativen finden sich gleich mehrere Vertreter des rechten Spektrums. Die Abgeordnete Christina Baum hat zuwanderungsfreundliche Politik als Genozid am deutschen Volk bezeichnet.
Kollege Stefan Repple stand in engem Kontakt zur sogenannten identitären Bewegung. Verfassungsschützer halten die inzwischen für rechtsextrem. Wenn Jörg Meuthen seine schützende Hand über diese Menschen hält, macht er damit nicht auch ihre Äußerungen gesellschaftsfähig? Ist ja noch nicht ganz fertig. Bei den Sauerborns ist die Frage, ob es sich bei der AfD nur um eine neue Bürgerpartei oder eine nationalistische Gefahr handelt, zum Dauerthema geworden. Nein zur Inklusion. Wie viel Nationalismus ist denn da drin in der AfD? Ist das so ein... Also, Sie kennen ja Ihren Vater, wenn Sie sagen, Ihr Vater ist doch kein Nationalist, oder? Ludger, bist du ein Nationalist? Ich bin ein Internationalist, wie du doch an unserer multikulturellen Familie sehen kannst. Du bist ein Phrasenschwein im Moment. War das bei Ihnen auch mal Thema, dieses Deutschtümelnde? Wäre das auch was Ihnen an der AfD aufgefallen oder aufgestoßen ist, oder war das gar nicht? Ja, sicher. Also, das Deutschtümelnde, klar, das weckt den kleinen Nazi in den Leuten. Finde, dass zumindest Björn Höcke das mit voller Absicht tut, wenn er von einer großen tausendjährigen Geschichte Deutschlands spricht. Ich weiß, er hat zurückgeschaut und nicht in die Zukunft. Er hat König Otto ansprechen wollen. Genau. Aber denkst du, der blöd macht das nicht mit Absicht? Nein, es war sehr intelligent ausgedrückt, um genau diese Assoziationen zu wecken und trotzdem nicht angreifbar zu sein. Robert, also ich bin überhaupt kein Nationalist, aber ich räume gerne ein, dass ich ein Patriot bin, der seine Heimat liebt. Und auch das hat mir ganz gewaltig an den Grünen gestunken. Grüne Jugendliche, die auf die Deutschlandfahne pinkeln. Die Betroffenheitsbeauftragte Claudia Roth, die hinter Deutschland verrecke skandierenden Leuten hinterherläuft. Deutschland, du mieses Stück Scheiße, war das Plakat. Wie war das? Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ja, und das finde ich darin unakzeptabel. Darin drückt sowas sich ja wohl eine scharfe Kritik aus und die Hoffnung, dass man was an Deutschland verbessern könnte. Also das finde ich vertretbar, da hinterher zu laufen, wenn es vertretbar ist, dass die AfD bei Pegida mitläuft. Ich hoffe, dass du da nicht hinterherläufst. Das würde mich echt traurig machen. 13. Februar 2016. In Düsseldorf veranstaltet die AfD unter dem Titel Visionen für Europa einen europakritischen Kongress. Früher hat sich die AfD noch klar von rechtspopulistischen Europagegnern wie dem Front National oder der österreichischen FPÖ abgegrenzt. Jetzt zeigt sich die AfD-Chefin Petri demonstrativ an der Seite des Haider-Nachfolgers Heinz Strache von der FPÖ. Ein Zusammentreffen, das Folgen haben wird. Wenn ich mir diese sozialromantische Einladungs- und Willkommenskultur der Frau Merkel ansehe, dann ist die naiv und gemeingefährlich und sie kann nicht für die Bevölkerung sprechen, ohne sie gefragt zu haben. Ja, es ist auch mein Wunsch. Es ist auch mein Wunsch, dass in Zukunft hoffentlich eine neue Kanzlerin namens Petri möglich wird. Ja? Das ist auch mein Wunsch. Ja? Ich glaube, es ist völlig normal, dass Parteien noch dazu, wenn sie dem gleichen Sprachraum angehören, miteinander Veranstaltungen machen, wenn es überlappende gemeinsame Positionen, zum Beispiel bezüglich der EU, gibt. Und ganz genau das war das Thema. Und deswegen haben wir diese Veranstaltung gemacht, weil durchaus die Positionen der FPÖ hier in Deutschland einem breiten Publikum gar nicht bekannt sind. Das Treffen mit dem österreichischen Populisten war ein gezielter Tabubruch, eingefädelt von Petris Lebensgefährten, dem AfD-Europapolitiker Markus Prezell. Bislang war er in der Fraktion der Konservativen im EU-Parlament. Nach diesem Treffen aber schmeißen die Konservativen Prezell aus ihrer Fraktion. Nun wird in der Partei offen über eine Vision mit der FPÖ und dem Front National nachgedacht. Statt der EU ein Europa der Vaterländer. Berlin, 8. April 2016. In der Bundesgeschäftsstelle trifft sich der Parteivorstand zur Vorbereitung des Parteitags. 3 Jahre nach ihrer Gründung will sich die Bundes-AfD ein Programm geben. Man will Volksabstimmungen und weniger Multikulturalismus. Vor allem aus dem rechten Lager kommen Änderungsanträge, zum Beispiel zum Thema Islam. Dass der nicht zu Deutschland gehöre, darin sind sich hier alle einig.
Für viele in der AfD gehören aber auch die hier lebenden Muslime nicht dazu. In unserem Landtagswahlprogramm steht der erste Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Punkt. Da steht der zweite Satz, den habe ich jetzt nicht mehr im wörtlichen Zitat, aber sinngemäß, zu Deutschland gehören aber sehr wohl die Menschen islamischen Glaubens, die hier gut integriert unsere Gesetze wahrend leben und Bestandteil unserer Gesellschaft geworden sind. Und es gibt Menschen in der AfD, die wollen diesen Satz raus. Es gibt Menschen in der AfD, die wollen diesen Satz raus. Es ist der 4. Juli 2015, Parteitag in Essen. Petri und Lucke sind kein Team mehr. Sie gilt als zu undurchsichtig, er als zu selbstherrlich. Außerdem will der rechte Flügel der Partei mehr Macht. Macht, die Lucke nicht abgeben will. Petri und der rechte Flügel verständigen sich auf ein gemeinsames Ziel. Den Sturz von Parteigründer Bernd Lucke und seinem Unterstützerverein Weckruf. Man kam förmlich in den Saal rein und konnte die elektrische Spannung spüren. Das war unglaublich. Da war eine Showdown-Atmosphäre. Jetzt wird es geschehen, jetzt wird es eine Entscheidung geben. 60% Frauke Petri. Frauke Petri hat an diesem Tag die Türen weit aufgemacht. Nach rechts. Wenig später wird Lucke die AfD verlassen. Und mit ihm tausende Mitglieder, die für eine liberalere Ausrichtung der Partei gekämpft hatten. Für Bernd Lucke übernimmt ein anderer die Rolle des liberalen Wirtschaftsprofessors. Aber der Neue ist Petris Wunschkandidat an der Parteispitze, Bernd Meuthen. Gemeinsam bilden sie das neue Führungsduo einer Partei, die nach rechts gerückt ist. Ich stehe da, wo ich vorher gestanden habe. Und wo ist das, wo Sie vorher gestanden haben? Bestimmen Sie das einmal konkret. Anhand welcher Kriterien denn? Sie haben gesagt, ich stehe da, wo ich vorher gestanden habe. Jetzt frage ich Sie, was meinen Sie damit? Mhm. Sagen Sie es doch einmal. Nein, die AfD hatte vor dem Essener Parteitag 3 Vorsitzende. Und wenn ich jetzt nicht mich selbst zum Zeugen nehme, sondern unseren ehemaligen Vorsitzenden, Mitvorsitzenden, Herrn Lucke, dann hat er gesagt, inhaltlich gibt es keine großen Unterscheidungen zwischen seinen und meinen Positionen. Ich denke, dass eine konservativ-liberale Sichtweise, um jetzt die verkürzte Etikettenschreibweise zu benutzen, meine Herangehensweise an diese Partei ist. Und Extremismen sind mir fremd. Ich habe nichts gegen eine notwendige Provokation in der Sache, wenn sie hilfreich für die Diskussion ist. Aber ansonsten ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung unsere Basis, auf der wir arbeiten müssen. Ist die Zeit reif für eine neue Partei, die vielleicht Liebgewonnenes in Frage stellt? Darf man dank der AfD endlich sagen, was man vielleicht schon lange heimlich dachte? Wie groß ist der Wunsch nach mehr Nationalstolz? Die AfD jedenfalls will stolz sein. Laut und verstörend. Dreußig in Sachsen-Anhalt. Bürgerstammtisch mit André Poggenburg, dem Mann, der die AfD zur zweitstärksten Kraft im Landtag gemacht hat. Der, laut Selbstauskunft, erfolgreiche Unternehmer hat es geschafft, die anderen Parteien ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Dreußiger, liebe Burgenländer, liebe Gäste, wir möchten diese Opposition jetzt endlich wieder sein, die sich in zentralen Fragen, EU, Euro, Asylkrise, auch entgegenstellt, ich muss sagen, dem Parteienkartell. Für ihn sind die anderen Parteien dafür verantwortlich, dass es die AfD überhaupt gibt. Mit einer CDU, mit einer Union von vor 10 oder 15 Jahren wäre die Notwendigkeit der Gründung der AfD erstmal gar nicht da gewesen. Und es wäre auch gar nicht der Raum für den Erfolg der AfD, wie wir es jetzt haben, möglich gewesen. Die Gründung der AfD ist wirklich eine Notwendigkeit gewesen aufgrund der politischen Entwicklung, der Verschiebung im politischen Spektrum nach links. André Poggenburg unterstützt Björn Höcke. Der ist Initiator der sogenannten Erfurter Resolution, die eine konservativere Ausrichtung der Partei fordert. Das rechte Lager der AfD. Oder im konservativen Lager. Der Geist in der AfD ist im Flügel zu Hause, liebe Freunde. Hier sammeln sich erzkonservative und nationalistische Parteimitglieder. Blühe deutsches Vaterland.
Diese politische Plattform innerhalb der AfD dient vor allem Björn Höcke als Bühne. Der Geschichtslehrer aus Hessen und AfD-Chef in Thüringen ist die prominente Führungsfigur des rechten Parteiflügels. Er ist für die Drei-Kind-Familie, gegen Inklusion und für eine Festung Europa. Denn die Masseneinwanderung bedeutet für ihn Kulturzerstörung und das in historischem Ausmaß. Bei ihm geht es immer um alles oder nichts. Kein Vergleich, keine Zahl scheint groß genug. Nur die AfD könne Deutschland noch retten vor hunderten Millionen Einwanderern, die das Land überrollten. Aber ich sage auch, wenn wir diese 500 Millionen Einwanderer ins Spee aufnehmen, wenn wir das tun, dann begehen wir kulturellen, wirtschaftlichen und staatlichen Selbstmord. Hier geht es längst nicht mehr um die Frage, wovor Menschen fliehen und wie viel Zuwanderung Deutschland verträgt. Begriffe wie Toleranz und Offenheit hören sich bei Höcke an wie Schimpfwörter. Was durch Frau Merkels asylpolitischen Amoklauf auch forciert wird, ist eben eine multikulturelle Revolution von oben. Das ist eine Art Ideologie und das lehne ich ab. Was befürchten Sie als Negativfolge? Ein Staatszerfall. Die Tonlage bei der AfD hier im Osten, schrill und nationalistisch. Wir wollen endlich diese verordnete Selbstgeiselung beenden. Die kollektive Psychose des deutschen Volkes, die, jawohl, überwinden und ein gesundes Nationalbewusstsein leben dürfen, so wie es in nahezu allen anderen Staaten der Welt, auch in Europa, eine Selbstverständlichkeit ist. Asylantenheime! Wir wollen keine! Asylantenheime! Wir wollen keine! Asylantenheime! Ich fordere angesichts Millionen Menschen, denen unsere Kultur fremd ist, die überwiegend von Sozialleistungen abhängen und die oftmals weder integrationswillig noch integrationsfähig sind, eine Obergrenze von minus 200.000 im Jahr. Das muss unsere Zielmarke sein und nichts anderes. Politische Gegner werfen Höcke völkischen Nationalismus vor. Er bestreitet das. Die Meinungsfreiheit sei nur größer. Ich denke, die AfD macht die Politik wieder richtig spannend. Wir wollen keine Asylantenheime! Wir wollen keine! Es ist gut, dass es mit der AfD endlich wieder eine patriotische Partei gibt. Nationalistisch waren wir nie. Multikulti ist gescheitert. Und gerade jetzt in Großstädten hat im Grunde auch der Staat seine Bankrotterklärung unterzeichnet. Köln, Silvester 2016. Aus Willkommenskultur wird Wut. Aus Wut werden Wähler. Bei den Landtagswahlen im März triumphiert die Alternative für Deutschland. Was macht die Partei mit dieser Wut? Das Deutschtümelnde, klar, das weckt den kleinen Nazi in den Leuten. Fremdenfeindlichkeit wäre mit meinem Wertesystem nicht vereinbar. Und dann würde ich sagen, ist nicht meins. Was macht die AfD mit diesem Land? Wahlleiter hier, dass ich mich bei dem kurz vorstelle. Herr Grause, Sie Worms, 13. März, Tag der Landtagswahl. Ludger Sauerborn macht Wahlbeobachtung für die AfD. Reine Provokation für den SPD-Oberbürgermeister. Ich habe wieder eine Bühne gesucht, bei der Sie sich wichtig tun können. Das gelingt Ihnen ja häufiger ist, in letzter Zeit. Ist das nett, Herr Kiesel, mich ja. So anzumachen? Ja. Aber ich sage jetzt nichts Schlechtes über Sie. Ne? Ja, so, sind Sie denn zufrieden? Die AfD hatte vor Wahlbetrug gewarnt, vor bewussten Manipulationen.
Ja, jetzt aufpassen. Ja, ne, hier unten. Ludger Sauerborn ist misstrauisch, auch wenn der Berufsschullehrer niemanden unter Generalverdacht stellen will. Sauerborn hat erst vor kurzem politisch eine 180-Grad-Wende vollzogen. Er war Gründungsmitglied der Grünen und ist weiterhin überzeugter Atomkraftgegner. So gesehen liegen Welten zwischen ihm und der AfD. Die ist eher für Atomkraft, gegen Tempolimits und erklärt den Klimawandel schlicht zum Hirngespinst. Ja, das ist einerseits, finde ich, ja vieles programmatisch gut. Aber andererseits ist das auch ein Reflex auf dieses AfD-Bashing, auf dieses Nazi-Keule-Schwingen. Das finde ich ganz übel. Vielleicht ist das mein Gerechtigkeitssinn, dass ich auch deswegen für die AfD-Partei ergreife. Besuch von Sohn Robert. Der 21-Jährige ist Student und kommt regelmäßig zu Hause vorbei. Magst du Plätzchen? Seit der AfD geht ein Riss durch die Familie. Der gleiche Riss, der das ganze Land spaltet. So, Kaffee wäre fertig. Dass der Vater bei den Grünen ausgetreten ist, findet der Sohn nicht schlimm. Aber die Unterstützung der AfD, damit hat er Probleme. Ich sehe, du liest heute mal nicht die Junge Freiheit. Nee. Der Ton in der Familie ist schärfer geworden. Gibt es hier eine Streitkultur in der Familie? Es gibt auf jeden Fall eine Streitkultur. Wir hatten nur vor der AfD noch nicht so viel zum Streiten. Also das kann man schon sagen, ja. Was mich an der AfD stört, ist, dass sie so unvernünftig mit der Flüchtlingskrise umgeht. Oh, Robert, unvernünftig, ja, die AfD. Die also AfD unvernünftig. Und jetzt rede ich mal, warum es unvernünftig ist. Okay. Diese Flüchtlinge wollen kommen. Diese Flüchtlinge sind zu Millionen da. Denkst du, das wird für die AfD-Anhänger einfacher, wenn man Hetze und Angst verbreitet? Und denkst du, das wird für die Flüchtlinge einfacher? Das wird für niemanden einfacher. Wird keine Hetze und Angst verbreitet, sondern wird Realismus verbreitet. Robert, du wirst doch wahrscheinlich zustimmen, dass wir nicht viele Millionen von Menschen aufnehmen können, die nach Deutschland wollen. Wir wollen viele ja Millionen ist Angstmache. Viele Millionen, mit vielen Millionen also muss überhaupt noch nicht gerechnet werden. Bisher haben wir 1, irgendwas. Das Modell Deutschland, es verändert sich. Vielen macht das Angst, auch der AfD. In ihren Augen ist Deutschland ein Land, das seine Mitte und seine Identität verliert. Eine Baustelle ohne Masterplan. Stattdessen konstatiert die AfD Unsicherheit und Werteverfall. Das politische Establishment immer weiter vom Volk entfernt. Und die Bürger werden degradiert zu Statisten einer ausgehöhlten Demokratie, sagt die AfD. Die kleine Gemeinde Eischleben bei Arnstadt in Thüringen. Der Region geht es nicht schlecht, die Arbeitslosenzahlen sinken. Wenn Sonntag gewählt würde, wäre die AfD hier im Land die drittstärkste Kraft. Ortsbürgermeister ist Rüdiger Schmidt. Ursprünglich für die Freien Wähler angetreten, wechselte er vor 3 Jahren zur AfD. Sein politischer Antrieb hat viel mit der Wiedervereinigung zu tun. 1989 mit der Wende habe ich mich dem Freien Forum, dem neuen Forum angeschlossen und habe in der Staatssicherheitszentrale Wache geschoben, dass keine Akten mehr verschwinden konnten. Und das war eigentlich die Ausgangsposition, zu sagen, ich will mich doch etwas engagieren. Ich will nicht nur wie ein Wurm auf der Straße kriechen, der sich dann aufregt, wenn er getreten wird, sondern ich will selbst was tun. In seinen Gesprächen mit Bürgern bekommt er mit, dass sie Angst wegen der Flüchtlinge haben. Für ausländerfeindlich halten sie sich nicht. Eine Bereicherung ist für mich, wenn ich heute zum Beispiel in ein Lokal gehen kann, wo ein Inder bedient. Ich habe auch im Ort einen Inder, dort holen wir unsere Pizza. Vor dem habe ich keine Angst. Ich gehe auch in China-Restaurants und esse dort, da habe ich keine Angst. Ja? Aber ich sehe das so, wenn ich durch Berlin-Kreuzberg gehe und nicht mit dem Blick auf den Boden gesenkt durchlaufe, habe ich Befürchtung, angegriffen zu werden. Diese Befürchtungen teilt auch Peggy Brauer. Sie will AfD-Mitglied werden, weil sie findet, dass die Ordnung der Gesellschaft bedroht ist. Und der AfD traut sie als einziger Partei zu, etwas dagegen zu unternehmen. Unsere deutschen Werte gehen kaputt. Das möchte ich halt nicht. Also ich möchte einfach, dass unsere
unser ganzes System bleibt, beibehalten wird, wie es immer schon war. Auf dem regionalen Mitgliedertreffen geht es um die AfD-Ziele wie Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Eine Möglichkeit, direkter Politik zu machen. Familie ist wichtig, die Heimat ist wichtig, die Heimatverbundenheit, die Sprache ist mir sehr, sehr wichtig, dass die deutsche Sprache nicht gegendert wird. Das ist mir wichtig. Ich denke mir, Deutschland ist nicht ein freies Land, wir sind unfrei. Wir können keine eigene Politik machen in einem Staatensystem, das sich Europa nennt, sondern wir sind sehr abhängig von... Nun wird in der Partei offen über eine Vision mit der FPÖ und dem Front National nachgedacht. Statt der EU ein Europa der Vaterländer. Berlin, 8. April 2016. In der Bundesgeschäftsstelle trifft sich der Parteivorstand zur Vorbereitung des Parteitags. 3 Jahre nach ihrer Gründung will sich die Bundes-AfD ein Programm geben. Man will Volksabstimmungen und weniger Multikulturalismus. Vor allem aus dem rechten Lager kommen Änderungsanträge, zum Beispiel zum Thema Islam. Dass der nicht zu Deutschland gehöre, darin sind sich hier alle einig. Für viele in der AfD gehören aber auch die hier lebenden Muslime nicht dazu. In unserem Landtagswahlprogramm steht der erste Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Punkt. Da steht der zweite Satz, den habe ich jetzt nicht mehr im wörtlichen Zitat, aber sinngemäß, zu Deutschland gehören aber sehr wohl die Menschen islamischen Glaubens, die hier gut integriert unsere Gesetze wahrend leben und Bestandteil unserer Gesellschaft geworden sind. Und es gibt Menschen in der AfD, die wollen diesen Satz raushaben. Und es gibt Menschen in der AfD, die wollen diesen Satz raushaben. Und es gibt auch Menschen in der AfD, die wollen den ersten Satz raushaben. Und ich sage, ich will beide Sätze drin haben. Und wenn sich das nicht durchsetzen sollte und das Ganze eben in eine äußerst radikale Richtung abdriftet, dann wäre der Zeitpunkt für mich gekommen, Konsequenzen zu ziehen und sagen, ich habe mich vertan, ich habe das falsch eingeschätzt und da muss man auch seinen Hut nehmen können. Während der Bundesvorstand an jenem Freitag in Berlin noch zusammensitzt, ist ein Mitglied nicht mehr dabei. André Poggenburg, Vertreter des rechten Parteiflügels aus Sachsen-Anhalt. Er ist zu Gast auf einer AfD-Kundgebung in Nordrhein-Westfalen. Bis vor kurzem wäre sein Besuch für die meisten Landesverbände im Westen schwer vorstellbar gewesen. Jetzt dreht sich auch hier die Stimmung. Ein Kreisvorstandsmitglied aus Gütersloh spricht sich schon mal warm. Die Alternative für Deutschland ist der Anfang der Revolution. Denn dort versammeln sich die besorgten Menschen dieses Landes. Auf der Gegenseite findet man all die Maden, die sich vom Kadaver BRD vollgefressen haben. Und darum nicht wollen, dass das deutsche Volk erwacht. Die Alternative für Deutschland ist der Kristallisationspunkt für echte Systemkritik gegen die Ungerechtigkeit des faschistischen Merkel-Deutschlands. Was denken jetzt wohl die Bürger darüber? Und deshalb freue ich mich ganz herzlich, dass Herr Poggenburg hier ist. André, du darfst. Dankeschön. Und André Poggenburg sendet zum Abschluss eine Mahnung nicht nur an seine Zuhörer, sondern an alle im Land. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Straßen gibt. Wahlparty der AfD in Sachsen-Anhalt. Höcke und Poggenburg feiern den Erfolg. Und zu den ersten Gratulanten gehört ausgerechnet jener Götz Kubitschek, der vor einem Jahr nicht in die Partei durfte. Der Backhaus hat Direktmandat. Geh mal hoch und sag, das ist noch eine gute Nachricht. Wir haben sogar mehrere Direktmandate geholt. Sag das einfach mal. André Poggenburg hat kein Problem damit, in der Öffentlichkeit zu zeigen, wie eng Kubitschek dazugehört. Der muss offensichtlich gar nicht Mitglied der AfD sein, um für sie zu sprechen. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Praktiker, die jetzt mit 27 Mann in diesem Landtag vertreten sein werden, hier in Sachsen-Anhalt und mit großen Fraktionen auch in Rheinland-Pfalz und Württemberg, sehr, sehr gerne den ein oder anderen Begriff, das ein oder andere Thema, die ein oder andere aufbereitete Expertise aus unseren Projekten übernehmen und politisch umsetzen. Dass sich da Leute dranhängen und alles Mögliche sagen, das ist jetzt auch meine Partei. Ja, mein Gott, wenn man Erfolg hat, dann hängen sich ganz viele Leute dran, auch unseriöse Leute, und sagen, das habe ich ja schon immer gesagt, das ist meins. Und das transportieren wir jetzt. Wenn ich Herrn Kubitschek und Herrn Elsässer zu meiner Wahlparty einlade, kann ich nicht sagen, die hängen sich da dran.
dann hat die AfD da die Türen ganz weit aufgemacht. Also wenn die da sozusagen als erste Gäste einmarschieren, dann hat jedenfalls Poggenburg die Tür aufgemacht, das ist naheliegend. Ich sehe ihn am Freitag, ich frage ihn mal danach. Ich hätte die Herren nicht eingeladen. Die waren auch nicht in Baden-Württemberg. Wo genau zieht Jörg Meuthen die Trennlinie zwischen politisch akzeptablen Kontakten und solchen, die er meiden würde? In seinem eigenen politischen Umfeld verfährt er nach der Devise abgrenzen, ohne auszugrenzen. So auch bei Heinrich Fichtner, der mit ihm im Landtag sitzt. Fichtner liebt offensichtlich Provokationen, hat den Koran mit Hitlers Mein Kampf verglichen. Er sollte wegen solcher radikalen Äußerungen aus der AfD ausgeschlossen werden. Meuthen hat das als Bundessprecher gestoppt. Ich sage Ihnen, dass die Leute in meiner Partei nicht fremdenfeindlich sind. Auch die nicht, die Äußerungen machen, die Sie so sehr erschrecken wie mich. Die drücken sich wirklich sehr ungeschickt aus. Aber ich sage Ihnen, das sind im Kern Menschen, die sind besorgt um unser Land, die sind patriotisch. Das sind einige Leute, die für krasse Äußerungen bekannt sind. Und wenn Sie mit denen mal eine Weile im Gespräch sind, dann sind das ganz weiche Menschen. Die neue Landtagsfraktion der AfD in Baden-Württemberg. Unter Liberalen und Konservativen finden sich gleich mehrere Vertreter des rechten Spektrums. Die Abgeordnete Christina Baum hat zuwanderungsfreundliche Politik als Genozid am deutschen Volk bezeichnet. Kollege Stefan Repple stand in Engst. Ach, das, ja? Der Backhaus wird direkt. Geh mal hoch und sag, das ist noch eine gute Nachricht. Wir haben sogar mehrere Direktmandate geholt. Sag das einfach mal. André Poggenburg hat kein Problem damit, in der Öffentlichkeit zu zeigen, wie eng Kubitschek dazugehört. Der muss offensichtlich gar nicht Mitglied der AfD sein, um für sie zu sprechen. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Praktiker, die jetzt mit 27 Mann in diesem Landtag vertreten sein werden, hier in Sachsen-Anhalt und mit großen Fraktionen auch in Rheinland-Pfalz und Württemberg, sehr, sehr gerne den ein oder anderen Begriff, das ein oder andere. Muss ich Ihnen das erklären, von Amerikanern, die sich ihre Vorstellung glauben, hier nach dem Zweiten Weltkrieg durch Verträge aufbauen und behalten zu dürfen, das ist nicht gesund, was wir hier erleben. Das Misstrauen gegen die etablierten Parteien ist riesig. Alle hier fühlen sich nicht gut behandelt. Manche fühlen sich als Opfer. Also wir sind eigentlich nur noch diejenigen, das Volk, was blutet. Ja? Wir werden als deutsches Volk überhaupt nicht mehr unterstützt. Wir dürfen nur noch zahlen. Ich sag jetzt mal, das ist eben dann nicht mehr salonfähig, wenn man dann hier christlich denkt oder was. Das ist eben dann, ja, dann muss man eben dann sich einschränken und anpassen. Aber wieso soll ich mich anpassen oder wieso sollen sich diese Menschen von hier anpassen? Es haben sich andere anzupassen, nicht wir. Nicht wir haben uns in diesem Land anzupassen, sondern diese Menschen, die hierher kommen und, ja. Wer zu diesem Deutschland gehören will, muss sich anpassen, sagt die AfD. Mehr noch, assimilieren. Also sich so angleichen, als ob er oder sie schon immer hier gelebt hätte. Backnang in Baden-Württemberg, Stammland der CDU. Hier findet man die Mittelschicht, die auch Angst hat vor Statusverlust. Bei der Landtagswahl hat die AfD über 15% bekommen. Auch wegen ihm, Jörg Meuthen. Ein Mann, der sich selbst als stockkonservativ bezeichnet. Ich habe mich immer professionell mit Politik befasst, nur eben sozusagen von der Seitenauslinie. Ich bin nie aufs Spielfeld gegangen. Und mit der Euro-Krise, wie so viele Volkswirte, also das ist fast schon die klassische Erzählung, kam dann eben diese AfD auf, die genau das vertrat, was ich seit 20 Jahren im Hörsaal mache. Und es kam dann die Trotzreaktion nach der Bundestagswahl hinzu mit diesen 4,7% und der Hohn gegenüber Herrn Lucke damals von Schäuble, so, dass ich gedacht habe, also aus einer Trotzreaktion heraus und ab morgen mache ich mit. Und ich bin dann tatsächlich am Tag nach der Bundestagswahl eben auch der Partei beigetreten. 3 Jahre später tritt er für die AfD an. Die für krasse Äußerungen bekannt sind. Und wenn Sie mit denen mal eine Weile im Gespräch sind, dann sind das ganz weiche Menschen. Die neue Landtagsfraktion der AfD in Baden-Württemberg.
Unter Liberalen und Konservativen finden sich gleich mehrere Vertreter des rechten Spektrums. Die Abgeordnete Christina Baum hat zuwanderungsfreundliche Politik als Genozid am deutschen Volk bezeichnet. Kollege Stefan Repple stand in engem Kontakt zur sogenannten identitären Bewegung. Verfassungsschützer halten die inzwischen für rechtsextrem. Wenn Jörg Meuthen seine schützende Hand über diese Menschen hält, macht er damit nicht auch ihre Äußerungen gesellschaftsfähig? Ist ja noch nicht ganz fertig. Bei den Sauerborns ist die Frage, ob es sich bei der AfD nur um eine neue Bürgerpartei oder eine nationalistische Gefahr handelt, zum Dauerthema geworden. Nein zur Inklusion. Wie viel Nationalismus ist denn da drin in der AfD? Ist das so ein... Also, Sie kennen ja Ihren Vater, würden Sie sagen, Ihr Vater ist doch kein Nationalist, oder? Ludger, bist du ein Nationalist? Ich bin ein Internationalist, wie du doch an unserer multikulturellen Familie sehen kannst. Du bist ein Phrasenschwein im Moment. War das bei Ihnen auch mal Thema, dieses Deutschtümelnde? Wäre das auch was, was Ihnen an der AfD aufgefallen oder aufgestoßen ist, oder war das gar nicht? Ja, sicher. Also, das Deutschtümelnde, klar, das weckt den kleinen Nazi in den Leuten. Finde, dass zumindest Björn Höcke das mit voller Absicht tut, wenn er von einer großen tausendjährigen Geschichte Deutschlands spricht. Ich weiß, er hat zurückgeschaut und nicht in die Zukunft. Er hat König Otto ansprechen wollen. Genau. Aber denkst du, der blöd macht das nicht mit Absicht? Nein, es war sehr intelligent ausgedrückt, um genau diese Assoziationen zu wecken und trotzdem nicht angreifbar zu sein. Also ich bin überhaupt kein Nationalist, aber ich räume gerne ein, dass ich ein Patriot bin, der seine Heimat liebt. Und auch das hat mir ganz gewaltig an den Grünen gestunken. Grüne Jugendliche, die auf die Deutschlandfahne pinkeln. Die Betroffenheitsbeauftragte Claudia Roth, die hinter Deutschland verrecke skandierenden Leuten hinterherläuft. Deutschland, du mieses Stück Scheiße, war das Plakat. Wie war das? Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ja, und das finde ich darin unakzeptabel. Darin drückt sowas sich ja wohl eine scharfe Kritik aus und die Hoffnung, dass man was an Deutschland verbessern könnte. Also das finde ich vertretbar, da hinterher zu laufen, wenn es vertretbar ist, dass die AfD bei Pegida mitläuft. Ich hoffe, dass du da nicht hinterherläufst. Das würde mich echt traurig machen. 13. Februar 2016. In Düsseldorf veranstaltet die AfD unter dem Titel Visionen für Europa einen europakritischen Kongress. Früher hat sich die AfD noch klar von rechtspopulistischen Europagegnern wie dem Front National. Wo genau zieht Jörg Meuthen die Trennlinie zwischen politisch akzeptablen Kontakten und solchen, die er meiden würde? In seinem eigenen politischen Umfeld verfährt er nach der Devise Abgrenzen ohne auszugrenzen. So auch bei Heinrich Fichtner, der mit ihm im Landtag sitzt. Fichtner liebt offensichtlich Provokationen, hat den Koran mit Hitlers Mein Kampf verglichen. Er sollte wegen solcher radikalen Äußerungen aus der AfD ausgeschlossen werden. Meuthen hat das als Bundessprecher gestoppt. Ich sag Ihnen, dass die Leute in meiner Partei nicht fremdenfeindlich sind. Auch die nicht, die Äußerungen machen, die Sie so sehr erschrecken wie mich. Die drücken sich wirklich sehr ungeschickt aus. Aber ich sage Ihnen, das sind im Kern Menschen, die sind besorgt um unser Land, die sind patriotisch. Da sind einige Leute, die für krasse Äußerungen bekannt sind. Und wenn Sie mit denen mal eine Weile im Gespräch sind, dann sind das ganz weiche Menschen. Die neue Landtagsfraktion der AfD in Baden-Württemberg. Unter Liberalen und Konservativen finden sich gleich mehrere Vertreter des rechten Spektrums. Die Abgeordnete Christina Baum hat zuwanderungsfreundliche Politik als Genozid am deutschen Volk bezeichnet. Kollege Stefan Repple stand in engem Kontakt zur sogenannten identitären Bewegung. Verfassungsschützer halten die inzwischen für rechtsextrem. Wenn Jörg Meuthen seine schützende Hand über diese Menschen hält, macht er damit nicht auch ihre Äußerungen gesellschaftsfähig? Bei den Sauerborns ist die Frage, ob es sich bei der AfD nur um eine neue Bürgerpartei oder eine nationalistische Gefahr handelt, zum Dauerthema geworden. Nein zur Inklusion. Wie viel Nationalismus ist denn da drin in der AfD? Ist das so ein... Also, Sie kennen ja Ihren Vater, würden Sie sagen, Ihr Vater ist doch kein Nationalist, oder? Ludger, bist du ein Nationalist?
Ich bin ein Internationalist, wie du doch an unserer multikulturellen Familie sehen kannst. Du bist ein Phrasenschwein im Moment. War das bei Ihnen auch mal Thema, dieses Deutschtümelnde? Wäre das auch was, was Ihnen an der AfD aufgefallen oder aufgestoßen ist, oder war das gar nicht? Ja, sicher. Also das Deutschtümelnde, klar, das weckt den kleinen Nazi in den Leuten. Ich finde, dass zumindest Björn Höcke das mit voller Absicht tut, wenn er von einer großen tausendjährigen Geschichte Deutschlands spricht. Ich weiß, er hat zurückgeschaut und nicht in die Zukunft. Er hat König Otto ansprechen wollen. Genau. Aber denkst du, der macht das nicht mit Absicht? Nein, es war sehr intelligent ausgedrückt, um genau diese Assoziationen zu wecken und trotzdem nicht angreifbar zu sein. Robert, also ich bin überhaupt kein Nationalist, aber ich räume gerne ein, dass ich ein Patriot bin, der seine Heimat liebt. Und auch das hat mir ganz... Ich glaube, es ist völlig normal, dass Parteien noch dazu, wenn sie dem gleichen Sprachraum angehören, miteinander Veranstaltungen machen, wenn es überlappende gemeinsame Positionen zum Beispiel bezüglich der EU gibt. Und ganz genau das war das Thema. Und deswegen haben wir diese Veranstaltung gemacht, weil durchaus die Positionen der FPÖ hier in Deutschland einem breiten Publikum gar nicht bekannt sind. Das Treffen mit dem österreichischen Populisten war ein gezielter Tabubruch, eingefädelt von Petris Lebensgefährten, dem AfD-Europapolitiker Markus Prezell. Bislang war er in der Fraktion der Konservativen im EU-Parlament. Nach diesem Treffen aber schmeißen die Konservativen Prezell aus ihrer Fraktion. Nun wird in der Partei offen über eine Vision mit der FPÖ und dem Front National nachgedacht. Statt der EU ein Europa der Vaterländer. Berlin, 8. April 2016. In der Bundesgeschäftsstelle trifft sich der Parteivorstand zur Vorbereitung des Parteitags. 3 Jahre nach ihrer Gründung will sich die Bundes-AfD ein Programm geben. Man will Volksabstimmungen und weniger Multikulturalismus. Vor allem aus dem rechten Lager kommen Änderungsanträge, zum Beispiel zum Thema Islam. Dass der nicht zu Deutschland gehöre, darin sind sich hier alle einig. Für viele in der AfD gehören aber auch die hier lebenden Muslime nicht dazu. In unserem Landtagswahlprogramm steht der erste Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Punkt. Da steht der zweite Satz, den habe ich jetzt nicht mehr im wörtlichen Zitat, aber sinngemäß. Zu Deutschland gehören aber sehr wohl die Menschen islamischen Glaubens, die hier gut integriert unsere Gesetze wahrend leben und Bestandteil unserer Gesellschaft geworden sind. Und es gibt Menschen in der AfD, die wollen diesen Satz raus. Es ist der 4. Juli 2015, Parteitag in Essen. Petri und Lucke sind kein Team mehr. Sie gilt als zu undurchsichtig, er als zu selbstherrlich. Außerdem will der rechte Flügel der Partei mehr Macht. Macht, die Lucke nicht abgeben will. Petri und der rechte Flügel verständigen sich auf ein gemeinsames Ziel. Den Sturz von Parteigründer Bernd Lucke und seinem Unterstützerverein Weckruf. Man kam förmlich in den Saal rein und konnte die elektrische Spannung spüren. Das war unglaublich. Da war eine Showdown-Atmosphäre. Jetzt wird es geschehen, jetzt wird es eine Entscheidung geben. 60% Frauke Petri. Frauke Petri hat an diesem Tag die Türen weit aufgemacht. Nach rechts. Wenig später wird Lucke die AfD verlassen. Und mit ihm tausende Mitglieder, die für eine liberalere Ausrichtung der... Findet man all die Maden, die sich vom Kadaver BRD vollgefressen haben. Und darum nicht wollen, dass das deutsche Volk erwacht. Die Alternative für Deutschland ist der Kristallisationspunkt für echte Systemkritik gegen die Ungerechtigkeit des faschistischen Merkel-Deutschlands. Was denken jetzt wohl die Bürger darüber? Und deshalb freue ich mich ganz herzlich, dass Herr Poggenbouquiez... André, du darfst. Dankeschön. Und André Poggenburg sendet zum Abschluss eine Mahnung nicht nur an seine Zuhörer, sondern an alle im Land. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Und die Alternative für Deutschland ist auch wirklich die letzte Chance, dass wir eine Veränderung in Deutschland friedlich, parlamentarisch hinbekommen. Wenn wir das nicht schaffen,
dann droht der völlige Verlust der deutschen Identität. Dann drohen bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland. Seid euch dessen bewusst. Die AfD oder der Untergang? Wo wollen Sie hin mit der AfD? Naja, eine Strategie für die kommenden Wochen wäre keine Strategie, das wäre maximal Taktik. Wir versprechen den Wählern ja aktuell sehr wenig, weil wir wissen, dass sie als Opposition allein nicht viel erreichen können. Also wir können schon Entwicklungen anstoßen, wir können in der Tat durch unsere eigene parlamentarische Arbeit Dinge vorantreiben, ein Stück weit die Regierung vor uns hertreiben, was ja auch der parlamentarische Auftrag von Opposition ist. Aber es wäre unredlich, ihnen zu versprechen, dass es schnelle Lösungen gibt. Und das tue ich auch zu keinem Zeitpunkt. Und die Themen, die wir ansprechen, die Themen, die wir zu verantworten haben, sind Themen, die wir vorher miteinander besprochen haben. Und da kann ich nur das vertreten, womit ich auch in irgendeiner Weise klarkomme. Und die AfD ist eine Partei, wo viele Mitglieder eigenständig denken. Und ich hoffe, das bleibt auch lange so. Da atmen Sie schwer durch. Ja, wenn die alle eigenständig denken und zum selben Ergebnis kommen, dann krass. Wenn alle eigenständig gedacht haben und alle zum Ergebnis AfD gekommen sind, dann habe ich Angst. Das ist doch unser Problem, Robert. Macht Ihnen Ihr Vater denn Angst? Es macht mir Angst, wie viel Angst du dir machen lässt. Zum Beispiel bezüglich der EU gibt. Und ganz genau das war das Thema. Und deswegen haben wir diese Veranstaltung gemacht, weil durchaus die Positionen der FPÖ hier in Deutschland einem breiten Publikum gar nicht bekannt sind. Das Treffen mit dem österreichischen Populisten war ein gezielter Tabubruch, eingefädelt von Petris Lebensgefährten, dem AfD-Europapolitiker Markus Prezell. Bislang war er in der Fraktion der Konservativen im EU-Parlament. Nach diesem Treffen aber schmeißen die Konservativen Prezell aus ihrer Fraktion. Nun wird in der Partei offen über eine Vision mit der FPÖ und dem Front National nachgedacht. Statt der EU ein Europa der Vaterländer. Berlin, 8. April 2016. In der Bundesgeschäftsstelle trifft sich der Parteivorstand zur Vorbereitung des Parteitags. 3 Jahre nach ihrer Gründung will sich die Bundes-AfD ein Programm geben. Man will Volksabstimmungen und weniger Multikulturalismus. Vor allem aus dem rechten Lager kommen Änderungsanträge, zum Beispiel zum Thema Islam. Dass der nicht zu Deutschland gehöre, darin sind sich hier alle einig. Für viele in der AfD gehören aber auch die hier lebenden Muslime nicht dazu. In unserem Landtagswahlprogramm steht der erste Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Punkt. Da steht der zweite Satz, den habe ich jetzt nicht mehr im wörtlichen Zitat, aber sinngemäß. Zu Deutschland gehören aber sehr wohl die Menschen islamischen Glaubens, die hier gut integriert unsere Gesetze wahrend leben und Bestandteil unserer Gesellschaft geworden sind. Und es gibt Menschen in der AfD, die wollen diesen Satz raus. Und es gibt Menschen in der AfD, die wollen diesen Satz raus. Es ist der 4. Juli 2015, Parteitag in Essen. Petri und Lucke sind kein Team mehr. Sie gilt als zu undurchsichtig. Er als zu selbstherrlich. Außerdem will der rechte Flügel der Partei mehr Macht. Macht, die Lucke nicht abgeben will. Petri und der rechte Flügel verständigen sich auf ein gemeinsames Ziel. Den Sturz von Parteigründer Bernd Lucke und seinem Unterstützerverein Weckruf. Man kam förmlich in den Saal rein und konnte die elektrische Spannung spüren. Das war unglaublich. Da war eine Showdown-Atmosphäre. Jetzt wird es geschehen, jetzt wird es eine Entscheidung geben. 60% Frauke Petri. Frauke Petri hat an diesem Tag die Türen weit aufgemacht. Nach rechts. Wenig später wird Lucke die AfD verlassen. Und mit ihm tausende Mitglieder, die für eine liberalere Ausrichtung der Partei gekämpft hatten. Für Bernd Lucke übernimmt ein anderer die Rolle des liberalen Wirtschaftsprofessors. Aber der Neue ist Petris Wunschkandidat an der Parteispitze. Bernd Meuthen, denen, die neu dazukommen.
Da gibt es eine Sage, da oben auf dem Felsen soll eine wunderschöne Frau mit ganz langen blonden Haaren gesessen haben. Und diese wunderschöne Frau mit den langen blonden Haaren, die hat die sich gekämmt und dabei hat sie auch noch sehr schön gesungen. Und dann haben alle Schiffe, die da vorbeigekommen sind, natürlich hochgeguckt und dann haben sie auf ihr Schiff nicht aufgepasst und dann sind sie gegen den Felsen gefahren. Aber die Geschichte funktioniert natürlich nicht mit einer Frau mit Burka. Ist Europa wirklich vom Islam bedroht? Brauchen wir eine Festung Europa? Kann Deutschland nur bestehen, wenn es sich abschottet? Die AfD will die Grenzen möglichst dicht machen. Die Freiheit verteidigen, nennt sie das. Justiz und Polizei sollen aufgerüstet werden. Ebenso die Bundeswehr. Alles Maßnahmen, die Deutschland gut tun würden, sagen sie. Und sie sind sich sicher, dass eine schweigende Mehrheit ähnlich denkt. Die Pegida-Spaziergänge in Dresden. Auch hier wenden sich die Demonstranten gegen eine Islamisierung Europas. Und gegen die sogenannte Lügenpresse. Vor einem Jahr noch hat sich die AfD von Pegida deutlich abgegrenzt. Heute scheinen diese Grenzen aufgehoben. Wir finden natürlich erstmal Bürgerinitiative grundsätzlich sehr gut. Und die Positionen, die bei Pegida ja vertreten werden, gerade auch Islamisierung Europas, gehören auch zu unseren Gedanken. Und so ist natürlich so ein gewisser Schulterschluss auch entstanden. Ich schwöre, der Bundes- und umgekehrt. Wahlempfehlungen direkt von Pegida. Das Recht und die Freiheit. Die einzige Opposition in Deutschland ist die Straße. Das sind wir. Das ist Pegida. Und das ist die AfD. Den Schulterschluss mit der AfD sucht auch dieser Mann. Pegida-Redner Götz Kubitschek. Ein alter Freund von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Die Ideologen, die Kadaver-BRD vollgefressen haben und darum nicht wollen, dass das deutsche Volk erwacht. Die Alternative für Deutschland ist der Kristallisationspunkt für echte Systemkritik gegen die Ungerechtigkeit des faschistischen Merkel-Deutschlands. Was denken jetzt wohl die Bürger darüber? Und deshalb freue ich mich ganz herzlich, dass Herr Poggenbock hier ist. André, du darfst. Dankeschön. Und André Poggenburg sendet zum Abschluss eine Mahnung nicht nur an seine Zuhörer, sondern an alle im Land. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Und die Alternative für Deutschland ist auch wirklich die letzte Chance, dass wir eine Veränderung in Deutschland friedlich, parlamentarisch hinbekommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann droht der völlige Verlust der deutschen Identität. Dann drohen bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland. Seid euch dessen bewusst. Die AfD oder der Untergang? Wo wollen Sie hin mit der AfD? Naja, eine Strategie für die kommenden Wochen wäre keine Strategie, das wäre maximal Taktik. Wir versprechen den Wählern ja aktuell sehr wenig, weil wir wissen, dass wir als Opposition allein nicht viel erreichen können. Also wir können schon Entwicklungen anstoßen. Wir können in der Tat durch unsere eigene parlamentarische Arbeit Dinge vorantreiben, ein Stück weit die Regierung vor uns hertreiben, was ja auch der parlamentarische Auftrag von Opposition ist. Aber es wäre unredlich, ihnen zu versprechen, dass es schnelle Lösungen gibt. Und das tue ich auch zu keinem Zeitpunkt. Und die Themen, die wir ansprechen, die Themen, die wir zu verantworten haben, sind Themen, die wir vorher miteinander besprochen haben. Und da kann ich nur das vertreten, womit ich auch in irgendeiner Weise klarkomme.
Und die AfD ist eine Partei, wo viele Mitglieder eigenständig denken. Und ich hoffe, das bleibt auch lange so. Da atmen Sie schwer durch. Ja, wenn die alle eigenständig denken und zum selben Ergebnis kommen, dann krass. Wenn alle eigenständig gedacht haben und alle zum Ergebnis AfD gekommen sind, dann habe ich Angst. Das ist doch unser Problem, Robert. Macht Ihnen Ihr Vater denn Angst? Es macht mir Angst, wie viel Angst du dir machen lässt. Dem AfD-Europapolitiker Markus Prezell. Bislang war er in der Fraktion der Konservativen im EU-Parlament. Nach diesem Treffen aber schmeißen die Konservativen Prezell aus ihrer Fraktion. Nun wird in der Partei offen über eine Vision mit der FPÖ und dem Front National nachgedacht. Statt der EU ein Europa der Vaterländer. Berlin, 8. April 2016. In der Bundesgeschäftsstelle trifft sich der Parteivorstand zur Vorbereitung des Parteitags. 3 Jahre nach ihrer Gründung will sich die Bundes-AfD ein Programm geben. Man will Volksabstimmungen und weniger Multikulturalismus. Vor allem aus dem rechten Lager kommen Änderungsanträge, zum Beispiel zum Thema Islam. Dass der nicht zu Deutschland gehöre, darin sind sich hier alle einig. Für viele in der AfD gehören aber auch die hier lebenden Muslime nicht dazu. In unserem Landtagswahlprogramm steht der erste Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Punkt. Da steht der zweite Satz, den habe ich jetzt nicht mehr im wörtlichen Zitat, aber sinngemäß, zu Deutschland gehören aber sehr wohl die Menschen islamischen Glaubens, die hier gut integriert unsere Gesetze wahrend leben und Bestandteil unserer Gesellschaft geworden sind. Und es gibt Menschen in der AfD, die wollen diesen Satz raushaben. Und es gibt auch Menschen in der AfD, die wollen den ersten Satz raushaben. Und ich sage, ich will beide Sätze drin haben. Und wenn sich das nicht durchsetzen sollte und das Ganze eben in eine äußerst radikale Richtung abdriftet, dann wäre der Zeitpunkt für mich gekommen, Konsequenzen zu ziehen und sagen, ich habe mich vertan, ich habe das falsch eingeschätzt und da muss man auch seinen Hut nehmen können. Während der Bundesvorstand an jenem Freitag in Berlin noch zusammensitzt, ist ein Mitglied nicht mehr dabei. André Poggenburg, Vertreter des rechten Parteiflügels aus Sachsen-Anhalt. Er ist zu Gast auf einer AfD-Kundgebung in Nordrhein-Westfalen. Bis vor kurzem wäre sein Besuch für die meisten Landesverbände im Westen schwer vorstellbar gewesen. Jetzt dreht sich auch hier die Stimmung. Ein Kreisvorstandsmitglied aus Gütersloh spricht sich schon mal warm. Die Alternative für Deutschland ist der Anfang der Revolution. Denn dort versammeln sich die besorgten Menschen dieses Landes. Auf der Gegenseite findet man all die Maden, die sich vom Kadaver BRD vollgefressen haben. Und darum nicht wollen, dass das deutsche Volk erwacht. Die Alternative für Deutschland ist der Kristallisationspunkt für echte Systemkritik gegen die Ungerechtigkeit des faschistischen Merkel-Deutschlands. Was denken jetzt wohl die Bürger darüber? Und deshalb freue ich mich ganz herzlich, dass Herr Poggenburg hier ist. André, du darfst. Dankeschön. Und André. Hallo, Heimbruchsteige! Vor einem Jahr noch hat sich die AfD von Pegida deutlich abgegrenzt. Heute scheinen diese Grenzen aufgehoben. Von Deutschland verlassen! Von Deutschland nicht lieb! Von Deutschland verlassen! Von Deutschland nicht lieb! Von Deutschland verlassen! Wir finden natürlich erstmal Bürgerinitiative grundsätzlich sehr gut. Und die Positionen, die bei Pegida ja vertreten werden, gerade auch Islamisierung Europas, gehören auch zu unseren Gedanken. Und so ist natürlich so ein gewisser Schulterschluss auch entstanden. Ich schwöre, der Bundesrepublik. Und umgekehrt. Wahlempfehlungen direkt von Pegida. Das Recht und die Freiheit. Die einzige Opposition in Deutschland ist die Straße. Das sind wir. Das ist Pegida. Und das ist die AfD. Den Schulterschluss mit der AfD sucht auch dieser Mann.
Pegida-Redner Götz Kubitschek, ein alter Freund von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Die Ideologie unserer Zeit hat einen Narren gefressen an der Bereicherung Deutschlands durch ungebremste Masseneinwanderung. Jeder Ankömmling ist ein potenzieller Facharbeiter. Jeder Ausländer macht unser graues, trauriges Deutschland bunt und fröhlich. Was für ein schrecklicher Irrtum! Kubitschek inszeniert sich wie in diesen Bildern selbst als intellektueller Vordenker der sogenannten Neuen Rechten. Kritiker halten sie für das politische Bindeglied zwischen dem konservativen Milieu und dem Rechtsextremismus. Vergangenes Jahr wollten Kubitschek und seine Frau der AfD beitreten. Der Bundesvorstand verhinderte das. Mit Extremismus wolle man nichts zu tun haben, hieß es damals. Natürlich gibt es eine ethnische Kontinuität in Deutschland, die ist deutsch. Ja. Aber hat mit Rasse nichts zu tun? Natürlich hat es was mit Rasse zu tun. Ja. Gibt es denn eine deutsche Rasse? Nein, eine deutsche Rasse gibt es nicht. Aber es gibt eine germanische Rasse und es gibt eine indogermanische Großrasse und so weiter. Das ist jetzt auch nichts, was Sie nur von mir hören. Da müssen Sie nur ein einziges Mal in ein ethnologisches Institut gehen. Und da werden die Ihnen auch sagen, dass es natürlich Großrassen gibt. Wahlparty der AfD in Sachsen-Anhalt. Höcke und Poggenburg feiern den Erfolg. Und zu den ersten Gratulanten gehört ausgerechnet jener Götz Kubitschek, der vor einem Jahr nicht in die Partei durfte. Wir haben direkt Mandat. Genau, sag das. Ja? Der Backhaus hat direkt Mandat. Geh mal hoch und sag, das ist noch eine gute Nachricht. Darf man dank der AfD endlich sagen, was man vielleicht schon lange heimlich dachte? Wie groß ist der Wunsch nach mehr Nationalstolz? Die AfD jedenfalls will stolz sein. Laut und verstörend. Dreußig in Sachsen-Anhalt. Bürgerstammtisch mit André Poggenburg, dem Mann, der die AfD zur zweitstärksten Kraft im Landtag gemacht hat. Der, laut Selbstauskunft, erfolgreiche Unternehmer hat es geschafft, die anderen Parteien ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Dreußiger, liebe Burgenländer, liebe Gäste, wir möchten diese Opposition jetzt endlich wieder sein, die sich in zentralen Fragen EU, Euro, Asylkrise auch entgegenstellt, ich muss sagen, dem Parteienkartell. Für ihn sind die anderen Parteien dafür verantwortlich, dass es die AfD überhaupt gibt. Mit einer CDU, mit einer Union von vor 10 oder 15 Jahren wäre die Notwendigkeit der Gründung der AfD erstmal gar nicht da gewesen. Und es wäre auch gar nicht der Raum für den Erfolg der AfD, wie wir es jetzt haben, möglich gewesen. Die Gründung der AfD ist wirklich eine Notwendigkeit gewesen aufgrund der politischen Entwicklung, der Verschiebung im politischen Spektrum nach links. André Poggenburg unterstützt Björn Höcke. Der ist Initiator der sogenannten Erfurter Resolution, die eine konservativere Ausrichtung der Partei fordert. Das rechte Lager der AfD. Oder im konservativen Lager. Der Geist in der AfD ist im Flügel zu Hause, liebe Freunde. Hier sammeln sich erzkonservative und nationalistische Parteimitglieder. Diese politische Plattform innerhalb der AfD dient vor allem Björn Höcke als Bühne. Der Geschichtslehrer aus Hessen und AfD-Chef in Thüringen ist die prominente Führungsfigur des rechten Parteiflügels. Er ist für die Drei-Kind-Familie, gegen Inklusion und für eine Festung Europa. Denn die Masseneinwanderung bedeutet für ihn Kulturzerstörung und das in historischem Ausmaß. Bei ihm geht es immer um alles oder nichts. Kein Vergleich, keine Zahl scheint groß genug. Nur die AfD könne Deutschland noch retten vor hunderten Millionen Einwanderern, die das Land überrollten. Aber ich sage auch, wenn wir diese 500 Millionen Einwanderer ins B aufnehmen, wenn wir das tun, dann begehen wir kulturellen, wirtschaftlichen und staatlichen Selbstmord. Doch an unserer multikulturellen Familie sehen kann. Du bist ein Phrasenschwein im Moment. War das bei Ihnen auch mal Thema, dieses
Deutschtümelnde, wäre das auch was, was Ihnen an der AfD aufgefallen oder aufgestoßen ist, oder war das gar nicht? Ja, sicher. Also das Deutschtümelnde, klar, das weckt den kleinen Nazi in den Leuten. Ich finde, dass zumindest Björn Höcke das mit voller Absicht tut, wenn er von einer großen tausendjährigen Geschichte Deutschlands spricht. Ich weiß, er hat zurückgeschaut und nicht in die Zukunft. Er hat König Otto ansprechen wollen. Genau. Aber denkst du, der macht das nicht mit Absicht? Nein, es war sehr intelligent ausgedrückt, um genau diese Assoziationen zu wecken und trotzdem nicht angreifbar zu sein. Robert, also ich bin überhaupt kein Nationalist, aber ich räume gerne ein, dass ich ein Patriot bin, der seine Heimat liebt. Und auch das hat mir ganz gewaltig an den Grünen gestunken. Grüne Jugendliche, die auf die Deutschlandfahne pinkeln. Die Betroffenheitsbeauftragte Claudia Roth, die hinter Deutschland verrecke skandierenden Leuten hinterherläuft. Deutschland, du mieses Stück Scheiße, war das Plakat. Wie war das? Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ja, und das finde ich darin unakzeptabel. Darin drückt sich ja wohl eine scharfe Kritik aus und die Hoffnung, dass man was an Deutschland verbessern könnte. Also das finde ich vertretbar, da hinterherzulaufen, wenn es vertretbar ist, dass die AfD bei Pegida mitläuft. Ich hoffe, dass du da nicht hinterherläufst. Das würde mich echt traurig machen. 13. Februar 2016. In Düsseldorf veranstaltet die AfD unter dem Titel Visionen für Europa einen europakritischen Kongress. Früher hat sich die AfD noch klar von rechtspopulistischen Europagegnern wie dem Front National oder der österreichischen FPÖ abgegrenzt. Jetzt zeigt sich die AfD-Chefin Petri demonstrativ an der Seite des Haider-Nachfolgers Heinz Strache von der FPÖ. Ein Zusammentreffen, das Folgen haben wird. Wenn ich mir diese sozialromantische Einladungs- und Willkommenskultur der Frau Merkel ansehe, dann ist die naiv und gemeingefährlich und sie kann nicht für die Bevölkerung sprechen, ohne sie gefragt zu haben. Ja, es ist auch mein Wunsch. Es ist auch mein Wunsch, dass in Zukunft hoffentlich eine neue Kanzlerin namens Petri möglich wird. Ja? Das ist auch mein Wunsch. Ja? Ich glaube, es ist völlig normal, dass Parteien noch dazu, wenn sie dem gleichen Sprachraum angehören, miteinander Veranstaltungen machen, wenn es überlappende gemeinsame Positionen zum Beispiel bezüglich der EU gibt. Und ganz genau das war das Thema. Und deswegen haben wir diese Veranstaltung gemacht, weil durchaus... Die Pegida-Spaziergänge in Dresden. Auch hier wenden sich die Demonstranten gegen eine Islamisierung Europas. Und gegen die sogenannte Lügenpresse. Vor einem Jahr noch hat sich die AfD von Pegida deutlich abgegrenzt. Heute scheinen diese Grenzen aufgehoben. Wir finden natürlich erstmal Bürgerinitiative grundsätzlich sehr gut. Und die Positionen, die bei Pegida ja vertreten werden, gerade auch Islamisierung Europas, gehören auch zu unseren Gedanken. Und so ist natürlich so ein gewisser Schulterschluss auch entstanden. Ich schwöre, der Bundesrat. Und umgekehrt. Wahlempfehlungen direkt von Pegida. Die einzige Opposition in Deutschland ist die Straße. Das sind wir. Das ist Pegida und das ist die AfD. Den Schulterschluss mit der AfD sucht auch dieser Mann. Pegida-Redner Götz Kubitschek. Ein alter Freund von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Die Ideologie unserer Zeit hat einen Narren gefressen an der Bereicherung Deutschlands durch ungebremste Masseneinwanderung. Jeder Ankömmling ist ein potenzieller Facharbeiter. Jeder Ausländer macht unser graues, trauriges Deutschland bunt und fröhlich. Was für ein schrecklicher Irrtum.
Kubitschek inszeniert sich wie in diesen Bildern selbst als intellektueller Vordenker der sogenannten Neuen Rechten. Kritiker halten sie für das politische Bindeglied zwischen dem konservativen Milieu und dem Rechtsextremismus. Vergangenes Jahr wollten Kubitschek und seine Frau der AfD beitreten. Der Bundesvorstand verhinderte das. Mit Extremismus wolle man nichts zu tun haben, hieß es damals. Natürlich gibt es eine ethnische Kontinuität in Deutschland, die ist deutsch. Ja? Aber hat mit Rasse nichts zu tun? Natürlich hat es was mit Rasse zu tun. Ja? Gibt es denn eine deutsche Rasse? Nein, eine deutsche Rasse gibt es nicht. Aber es gibt eine germanische Rasse und es gibt eine indogermanische Großrasse und so weiter. Das ist jetzt auch nichts, was Sie nur von mir hören. Da müssen Sie nur ein einziges Mal in ein ethnologisches Institut gehen. Und da werden die Ihnen auch sagen, dass es natürlich Großrassen gibt. Wahlparty der Art-Professoren und einer jungen Frau aus Leipzig, Frauke Petri. Zusammen mit Bernd Lucke wird sie Sprecherin der Partei. Ich habe mich immer für Politik interessiert. Und als die Wahlalternative 2013, Ende des Jahres 2012 entstand, fand ich dort politische Ziele formuliert in einer Klarheit und Kürze, wie ich sie vorher von keiner anderen Partei gesehen habe. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hier mache ich mit. Aber dass daraus ein Vollzeit-Politikengagement wird, war damals nicht absehbar und war auch erstmal nicht geplant. Gut zwei Jahre später. Thema, die ein oder andere aufbereitete Expertise aus unseren Projekten übernehmen und politisch umsetzen. Dass sich da Leute dranhängen und alles Mögliche sagen, das ist jetzt auch meine Partei. Ja, mein Gott, wenn man Erfolg hat, dann hängen sich ganz viele Leute dran, auch unseriöse Leute, und sagen, das habe ich ja schon immer gesagt, das ist meins. Und das transportieren wir jetzt. Wenn ich Herrn Kubitschek und Herrn Elsässer zu meiner Wahlparty einlade, kann ich nicht sagen, die hängen sich da dran. Dann hat die AfD da die Türen ganz weit aufgemacht. Also, wenn die da sozusagen als erste Gäste einmarschieren, dann hat jedenfalls Poggenburg die Tür aufgemacht, das ist naheliegend. Ich sehe ihn am Freitag. Ich frage ihn mal danach. Ich hätte die Herren nicht eingeladen. Die waren auch nicht in Baden-Württemberg. Wo genau zieht Jörg Meuthen die Trennlinie zwischen politisch akzeptablen Kontakten und solchen, die er meiden würde? In seinem eigenen politischen Umfeld verfährt er nach der Devise abgrenzen, ohne auszugrenzen. So auch bei Heinrich Fichtner, der mit ihm im Landtag sitzt. Fichtner liebt offensichtlich Provokationen, hat den Koran mit Hitlers Mein Kampf verglichen. Er sollte wegen solcher radikalen Äußerungen aus der AfD ausgeschlossen werden. Meuthen hat das als Bundessprecher gestoppt. Ich sag Ihnen, dass die Leute in meiner Partei nicht fremdenfeindlich sind. Auch die nicht, die Äußerungen machen, die Sie so sehr erschrecken wie mich. Die drücken sich wirklich sehr ungeschickt aus. Aber ich sage Ihnen, das sind im Kern Menschen, die sind besorgt um unser Land, die sind patriotisch. Da sind einige Leute, die für krasse Äußerungen bekannt sind. Und wenn Sie mit denen mal eine Weile im Gespräch sind, dann sind das ganz weiche Menschen. Die neue Landtagsfraktion der AfD in Baden-Württemberg. Unter Liberalen und Konservativen finden sich gleich mehrere Vertreter des rechten Spektrums. Die Abgeordnete Christina Baum hat zuwanderungsfreundliche Politik als Genozid am deutschen Volk bezeichnet. Kollege Stefan Repple stand in engem Kontakt zur sogenannten identitären Bewegung. Verfassungsschützer halten die inzwischen für rechtsextrem. Wenn Jörg Meuthen seine schützende Hand über diese Menschen hält, macht er damit nicht auch ihre Äußerungen gebei. Magst du Plätzchen ein bisschen dazu? Können wir dann machen, ja. Seit der AfD geht ein Riss durch die Familie. Der gleiche Riss, der das ganze Land spaltet. So, Kaffee wäre fertig. Dass der Vater bei den Grünen ausgetreten ist, findet der Sohn nicht schlimm. Aber die Unterstützung der AfD, damit hat er Probleme. Sieh, du liest heute mal nicht die junge Freiheit. Nee. Der Ton in der Familie ist schärfer geworden. Gibt es hier eine Streitkultur in der Familie? Es gibt auf jeden Fall eine Streitkultur. Wir hatten nur vor der AfD noch nicht so viel zum Streiten. Also das kann man schon sagen, ja. Was mich an der AfD stört, ist, dass sie so unvernünftig mit der Flüchtlingskrise umgeht. Oh, Robert, unvernünftig, ja, die unvernünftig. AfD. Die also AfD unvernünftig. Und jetzt rede ich mal, warum es unvernünftig ist. Okay. Diese Flüchtlinge,
wollen kommen. Diese Flüchtlinge sind zu Millionen da. Denkst du, das wird für die AfD-Anhänger einfacher, wenn man Hetze und Angst verbreitet? Denkst du, das wird für die Flüchtlinge einfacher? Das wird für niemanden einfacher. Wird keine Hetze und Angst verbreitet, sondern wird Realismus verbreitet. Robert, du wirst doch wahrscheinlich zustimmen, dass wir nicht viele Millionen von Menschen aufnehmen können, die nach Deutschland wollen. Und allein, dass viele Millionen ist Angstmache. Viele Millionen, mit vielen Millionen muss überhaupt noch nicht gerechnet werden. Bisher haben wir 1, irgendwas. Das Modell Deutschland, es verändert sich. Vielen macht das Angst, auch der AfD. In ihren Augen ist Deutschland ein Land, das seine Mitte und seine Identität verliert. Eine Baustelle ohne Masterplan. Stattdessen konstatiert die AfD Unsicherheit und Werteverfall. Das politische Establishment immer weiter vom Volk entfernt. Und die Bürger werden degradiert zu Statisten einer ausgehöhlten Demokratie, sagt die AfD. Die kleine Gemeinde Eischleben bei Arnstadt in Thüringen. Der Region geht es nicht schlecht. Die Arbeitslosenzahlen sinken. Wenn Sonntag gewählt würde, wäre die AfD hier im Land die drittstärkste Kraft. Ortsbürgermeister ist Rüdiger Schmidt. Ursprünglich für die Freien Wähler angetreten, wechselte er vor 3 Jahren zur AfD. Sein politischer Antrieb hat viel mit der Wiedervereinigung zu tun. 1989 mit der Wende habe ich mich dem Freien Forum, dem neuen Forum angeschlossen und habe in der Staatssicherheitszentrale Wache geschoben, dass keine Akten mehr verschwinden konnten. Und das war eigentlich die Ausgangsposition, zu sagen, ich will mich doch etwas engagieren. Ich will nicht nur wie ein Wurm auf der Straße kriechen, der sich dann aufregt, wenn er getreten wird, sondern ich will selbst was tun. In seinen Gesprächen mit Bürgern bekommt er mit, dass sie Angst wegen der Flüchtlinge haben. Für ausländerfeindlich halten sie sich. Als erste Gäste einmarschieren, dann hat jedenfalls Poggenburg die Tür aufgemacht, das ist naheliegend. Ich sehe ihn am Freitag, ich frage ihn mal danach. Ich hätte die Herren nicht eingeladen. Die waren auch nicht in Baden-Württemberg. Wo genau zieht Jörg Meuthen die Trennlinie zwischen politisch akzeptablen Kontakten und solchen, die er meiden würde? In seinem eigenen politischen Umfeld verfährt er nach der Devise abgrenzen, ohne auszugrenzen. So auch bei Heinrich Fichtner, der mit ihm im Landtag sitzt. Fichtner liebt offensichtlich Provokationen, hat den Koran mit Hitlers Mein Kampf verglichen. Er sollte wegen solcher radikalen Äußerungen aus der AfD ausgeschlossen werden. Meuthen hat das als Bundessprecher gestoppt. Ich sag Ihnen, dass die Leute in meiner Partei nicht fremdenfeindlich sind. Auch die nicht, die Äußerungen machen, die Sie so sehr erschrecken wie mich. Die drücken sich wirklich sehr ungeschickt aus. Aber ich sage Ihnen, das sind im Kern Menschen, die sind besorgt um unser Land, die sind patriotisch. Da sind einige Leute, die für krasse Äußerungen bekannt sind. Und wenn Sie mit denen mal eine Weile im Gespräch sind, dann sind das ganz weiche Menschen. Die neue Landtagsfraktion der AfD in Baden-Württemberg. Unter Liberalen und Konservativen finden sich gleich mehrere Vertreter des rechten Spektrums. Die Abgeordnete Christina Baum hat zuwanderungsfreundliche Politik als Genozid am deutschen Volk bezeichnet. Kollege Stefan Repple stand in engem Kontakt zur sogenannten identitären Bewegung. Verfassungsschützer halten die inzwischen für rechtsextrem. Wenn Jörg Meuthen seine schützende Hand über diese Menschen hält, macht er damit nicht auch ihre Äußerungen gesellschaftsfähig? Ist ja noch nicht ganz fertig. Bei den Sauerborns ist die Frage, ob es sich bei der AfD nur um eine neue Bürgerpartei oder eine nationalistische Gefahr handelt, zum Dauerthema geworden. Nein zur Inklusion. Wie viel Nationalismus ist denn da drin in der AfD? Ist das so ein... Also, Sie kennen ja Ihren Vater. Würden Sie sagen, Ihr Vater ist doch kein Nationalist, oder? Ludger, bist du ein Nationalist? Ich bin ein Internationalist, wie du doch an unserer multikulturellen Familie sehen kannst. Du bist ein Phrasenschwein im Moment. War das bei Ihnen auch mal Thema, dieses Deutschtümelnde? Wäre das auch was Ihnen an der AfD aufgefallen oder aufgestoßen ist, oder war das gar nicht? Ja, sicher. Also, das Deutschtümelnde, klar, das weckt den kleinen Nazi in den Leuten.
Und ich finde, dass zumindest Björn Höcke das mit voller Absicht tut, wenn er von einer großen tausendjährigen Geschichte Deutschlands spricht. Ich weiß, er hat zurückgeschaut und nicht in die Zukunft. Er hat König Otto ansprechen wollen. Genau. Aber denkst du, der blöd macht das nicht mit Absicht? Nein, es war sehr intelligent aus.